Ja, dann hallo und nochmal herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer kleinen Serienbesprechung. Wir haben jetzt noch Zuwachs bekommen, nämlich der Andreas ist auch noch da. Hi. Hallo, freue mich dabei Und zu sein. ja, wir freuen uns auch jetzt wieder, oder? Größere Runde, gleich mehr Diskussion, gleich noch länger, vermutlich. Genau, und der Jan und der Kevin sind auch noch da. Hallo. Hallo. Wir versuchen, oder ich versuche mal ein bisschen strukturierter zu sein als beim ersten Teil, also bei den ersten 20 Plätzen. Ich würde mal sagen, wir schauen jetzt erstmal, dass wir so grob zu der Serie erstmal vielleicht den Inhalt in so zwei, drei Sätzen umreißen, damit die Leute auch quasi als Guckempfehlung überhaupt was bekommen. Wir waren das letzte Mal, haben wir die Plätze 50 bis 31 gemacht. Und die erste Liste, die jetzt, die erste Serie, die jetzt wieder auf der Liste steht, wäre Modern Family mit 27 Punkten, bei 6 Nennungen. Die haben wir alle gesehen, oder? Ja. Wie weit habt ihr geschaut? Ich bin bis Staffel 5, glaube ich, ist momentan bei Netflix. Also ich bin bis Ende Staffel 5. Ich bin bei Staffel 3 und habe erstmal die Lust jetzt verloren. Ich bin noch bei Staffel 1, Folge 6 oder so. Okay, klar, spoilern können wir dich jetzt eh nicht, Kevin. Da passiert ja nicht so viel. Vielleicht Ja. um den Inhalt erstmal zu umreißen, ist ja Modern Family ist so eine Mockumentary, kann man es glauben. Ja, das beschreibt es relativ gut, oder? Ja. Aber halt schon sehr, sehr auf Comedy ausgelegt, wenn man das mal so mit Stromberg vergleicht, wo halt viel auf die Situation halt der Gag aus der Situation entwickelt wird, ist da Modern Family schon etwas einfacher gestrickt, würde ich mal sagen. Und es geht halt einfach darum, verschiedene Familien und deren Alltag und Interaktionen untereinander zu schildern. Also es gibt einmal die Familie, oh, jetzt vergesse ich bestimmt wieder jemand, die Familie Pritchett. Richtig? Ja, Heißt sie Pritchett? ist richtig. Mit einem etwas älteren Herrn, der eine kolumbianische, auch oh Mann, ich kann mir Ja. sowas nie merken, Frau geheiratet hat und die ihren Sohn aus erster Beziehung, erster Ehe mitbringt. Dann haben wir, Ja. Ja, ist nee, richtig. ja, dann haben wir, wen haben wir denn noch? Die Familie, ach, wie heißen die denn mit Nachnamen? Mit Dunphy. Claire Dumphy, genau. Die klassische amerikanische Durchschnittsfamilie, würde ich mal sagen, oder? Ja, also sie, glaube ich, soll als Durchschnitt dastehen. Ja, vielleicht etwas gehobene Mittelschicht, aber ja, mit den zwei Töchtern und dem Sohn und den beiden Eltern. Und dann haben wir noch die Familie Tucker Pritchett, ein schwules Pärchen. Und der eine ist der Sohn von der Familie Pritchett. Oh, ich komme bei der Serie immer so durcheinander. Und der andere ist quasi aus. Ja, also die drei Familien sind alle untereinander verwandt. Also beziehungsweise Genau. der Pritchett ist halt der Vater der anderen beiden Familien. Ja. Zumindest zum Teil. Sonst wäre es nicht mehr Modern Family, sondern Nee, Incest stimmt. Family. Meistens enden die Folgen auch damit, dass dann am Ende gemeinsam alle Konflikte, Streitigkeiten vergessen sind und man wieder lachen kann. Das ist sehr schön an der Serie, muss ich sagen. Das gefällt mir ganz gut an der Serie. Dass am Ende immer so ein, nicht so ein Downer ist, sondern, also dass man die Serie immer mal gucken kann, damit man sich gut fühlt. Das stimmt. Ernst kann man die Serie auf jeden Fall nicht nennen. Naja, sie hat aber auch schöne emotionale Momente. Findest Also, du? Also wirklich emotionale Momente? Außer Lachen? ja, also, ich sag mal, es ist alles immer mit Humor beleuchtet, aber es gibt halt auch wirklich Momente, die halt auch einfach so dieses Familiäre wieder hochleben lassen. Genau das Ja, meinte schon. ich. Aber man, also mittlerweile, bin auch bei Staffel 5, also bei dem aktuellen Netflix-Stand. Ich würde mir irgendwie wünschen, dass man ein bisschen, also mittlerweile nutzen sich die Gags schon ein bisschen ab. Also es ist mir einfach zu viel jetzt erstmal. Ich werde auf jeden Fall weiterschauen, wenn die nächste Staffel kommt, aber ich glaube, diese Pause war ganz nötig dazwischen.
Also ich habe auch, glaube ich, die ersten zwei am Stück geguckt und musste dann erstmal Pause machen für 2, 3 Monate, weil es mir dann einfach irgendwie zu anstrengend wurde von den Gags. Ja, das ist keine Serie, die man so wirklich so binge-watchen kann, ohne davon irgendwie ein Problem oder einen Schaden zurückzuhalten. Weil auch wirklich die Charaktere sich auch nicht groß weiterentwickeln. Die sind halt in ihrem festen Schema drinne. Aber das finde ich ist aber auch eine Stärke der Serie. Nach 5 Staffeln oder sowas habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass mir die Figuren an sich auf die Nerven gehen. Ich habe mal so den Punkt, dass ich mir denke, okay, so hatten wir das schon mal irgendwo in einer anderen Folge. Aber ich finde, es nutzt sich nicht so hart ab, dass man keinen Bock mehr hat, sie zu gucken, sondern halt eher, dass man sagt, okay, ich mache eine Pause. Das stimmt. Also, dass der ganze Cast mich nervt, das Gefühl hatte ich auch noch nicht. Ich hatte dann so einzelne Situationen und Konstellationen, die ich halt etwas anstrengend fand. Aber ich finde allgemein auch, das ist sowas, was die Serie auszeichnet und was sie so besonders macht, dass so für jeden was dabei ist. Also, ich glaube, jeder hat so seine eigene kleine Lieblingsstory und seinen Lieblingscharakter in der Serie. Okay, jetzt mal vielleicht der Sohn der Dunphys ausgenommen. Den mag, glaube ich, keiner, oder? Ich weiß nicht, ich finde Luke sympathisch, weil ich denke einfach immer, der ist wie so ein Welpe. Der kann halt, der ist einfach da und gerade in den ersten Staffeln ist er noch unglaublich putzig, weil er ständig irgendwie sich dumm anstellt. Er ist sowas wie ein kleiner Phil. Also ich finde Luke auch gut. Also ich finde den ganzen Cast richtig gut. Gibt Ich da hasse keinen Lilly. Charakter. Lilly war die Kleine, ne? Das Adoptivkind. Ja, die hat mir in der ersten Staffel richtig gut gefallen, weil das dann so, weil die da Baby war und immer einfach nur geguckt hat. Und das war das Lustige daran, dass sie keine Reaktion gezeigt hat. Und dann haben sie ja ein Kleinkind gecastet oder so. Ich weiß nicht, ob es noch das gleiche Baby ist. Und das hat mir dann auch nicht mehr so gut gefallen. Nee, ist nicht das gleiche Baby, weil da war ja der Zeitsprung drin, oder? Um ein bisschen gefühlt, weil sie ist ja, jetzt ist sie ja 6 Jahre alt und da es nur 5 Staffeln gibt und sie schon eingeschult wurde, muss da ja irgendein Sprung drin gewesen sein. Kinder werden so schnell erwachsen. Nee, ich Ich glaube finde auch, die die wird. einfach. Ich finde die vom Charakter her unglaublich anstrengend, weil die irgendwie immer so besserwisserisch rumbrüllt. Ja, das stimmt. Ich glaube, die wird mal so ein, das wird so ein Fall wie hier Macaulay Culkin, die dann irgendwie heroinabhängig wird mit 16 oder so. Vielleicht wird sie auch ein Mann. Okay, ist Macaulay Culkin eine Frau geworden? Naja, weil du gerade sagtest, er. Ach so, oh, ja, ups. Das könnte auch sein. Dann hat man noch eine Transe in der Familie. Das wird so geil in die Familie reinpassen. Ja, vielleicht Luke oder so. Oder Claire wird auf einmal transsexuell. Ja, haben wir noch irgendwas Interessantes zu Modern Family zu sagen? Ich gucke es jetzt zum zweiten Mal. Ist eine gute Serie, kann man sich gut angucken. Gut, alles klar. Dann haben wir auf Platz 30 auch schon abgehandelt. Und die nächste Serie auf unserer Liste wäre Better Call Saul mit, lasst mich eben nachschauen, auch 27 Punkten wie Modern Family, aber dafür 8 Nennungen. Oh, mir fällt gerade auf, das System macht eigentlich keinen Sinn. Eigentlich hätte der mit den weniger Nennungen und mehr Punkten ja über dem mit den meist mehr Nennungen stehen müssen. Okay, wir machen hier jetzt Pause. Max überarbeitet die Liste und ich koche Kaffee. Nein, wir ziehen es jetzt durch. Ja, wie gesagt, Better Call Saul, das erste Breaking Bad Spin-off und bisher einzige. Wie sind da eure Berührungspunkte zu? Ja, ich habe die erste Staffel gesehen, fand die überragend. Und die zweite habe ich jetzt 4 Folgen gesehen und bin so ein bisschen ernüchtert, weil es nicht mehr, keine Ahnung, den Flair hat. Irgendwie hat mich die zweite Staffel nicht gekickt. Aber die erste Staffel ist übelst geil, also die hat mir richtig viel Spaß gemacht.
Also, ich habe von Breaking Bad nur die erste Staffel gesehen, weil mich das irgendwie nicht angefickt hat und deswegen habe ich auch Better Call Saul nicht gesehen. Angefickt? Ja. Vielleicht hast du das falsche Breaking Bad geguckt. Verdammt, war ich auf dem falschen Videoportal unterwegs. Ja. Ah. Also ich habe die erste Staffel Better Call Saul gesehen und ich muss auch einfach sagen, dass ich Saul Goodman als den interessantesten Charakter in der ganzen Serie auch immer schon, ich finde ihn einfach super raffiniert als Anwalt. Er ist irgendwie total drüber. Und ich fand es super geil, dass man halt wirklich den Ursprung von Saul Goodman kennenlernt. Und ich finde das auch sehr faszinierend zu sehen, wer er sozusagen vorher war. Ja, das ist halt Kontrast zu dem, zu der Figur, die man aus Breaking Bad her kennt. Obwohl ich sagen muss, dass mich das mehr angefickt hat, wie Kevin so schön gesagt hat, was nach Breaking Bad passiert, weißt du? Es gibt ja immer diese, keine Ahnung, 2 Minuten vor jeder Folge, wo der, ich sag mal, in der Zukunft ist, nach Breaking Bad, und dann spielt Better Call Saul, was halt vor Breaking Bad ist. Mich hat das mehr angemacht, das in der nach Breaking Bad zu erfahren. Obwohl ich die Folgen, die vorher spielten, auch gut fand. Würde ich gerne wissen, wie es weitergeht. Das hat immer so ein bisschen was von diese Rückblicke oder in dem Fall diese Gegenwartsblicke hat halt immer so diesen auch diesen Arrow-Effekt. Halt bei Arrow machen sie es ja genau andersrum, dass sie halt ja immer in diese Vergangenheit springen und man halt eigentlich immer mehr wissen will, was auf dieser Insel pa passiert und sowas, anstatt zu wissen, was in der Gegenwart passiert. Und klar, ich würde auch gerne wissen, ob Saul irgendwann mal auf die Idee kommt, was anderes zu machen, außer ich glaube Würstchen verkaufen oder Joghurt. Auf jeden Irgendwie Fall sowas, ne? total armselig. Stimmt, das, also ich bin auch ungefähr so weit wie du, Andreas. Ich habe die erste gesehen und habe mit der zweiten jetzt angefangen. Ich müsste auch so bei Folge 3 oder 4 sein. Ich will jetzt ehrlich gesagt auch noch gar nicht so viel von meiner Breaking Bad-Meinung hier kundtun, weil ich denke, da werden wir in den Top 10 noch ausgiebig drüber sprechen. Mir gefällt es auch, also ich fand Saul Goodman eigentlich immer einen sehr, sehr interessanten Charakter in Breaking Bad, vielleicht sogar der interessanteste Charakter für mich. Ich fand auch geil, als sie damals in Breaking Bad eingeführt haben, wo er dann einfach vor den beiden stand und sagte, schieb mir mal wieder einen Dollar zu. Ich weiß nicht, ab dem Punkt mochte ich ihn, weil es einfach so unglaublich, so ein richtiges Schlitzohr ist. Ja, das auf jeden Fall. Ich habe aber auch in Better Call Saul jetzt einige, also die Szenen mit seinem Bruder haben mich jetzt auf, also ich fand es ganz interessant mit seiner Elektrophobie oder wie auch immer man das nennt. Aber irgendwann hat es mich dann auch nur noch genervt, weil das war alles so vorhersehbar, finde ich. Also klar, um die Ursprünge des Charakters kennenzulernen, wie er das Altersheim abklappert und mit alten Leuten Bingo spielt, um an irgendwelche Fälle ranzukommen und dann den Kontrast, den wir in Breaking Bad dazu sehen, das ist natürlich einfach total krass und man denkt sich so, ja, was werden die jetzt noch alles erzählen? Also, dass er halt zu so einem krassen Typ wird. Also, es gibt halt schon mal ab und zu so Szenen, wo man denkt, oh, das ist jetzt aber eine Grauzone. Aber bisher fehlt mir noch bei Better Call Saul so ein bisschen die Härte und ich glaube, Ja, dass. er wirkt sehr freundlich, finde ich. Also er wirkt gerade zum Anfang der ersten Staffel wirkt er noch sehr unschuldig auf einen. Und wenn man dann mit dem Saul Goodman vergleicht, den man aus Breaking Bad kennt, ist das, finde ich, schon so die Frage, was ist da passiert? Glaubt ihr denn, dass das so wirklich ein Ereignis war oder dass es so ein schleichender Prozess ist? Also Also ich meinst. hoffe, dass es ein ganz schleichender Prozess wird. Ist es, denke ich, auch, weil es baut sich ja über die Serie jetzt immer weiter auf. Und in der zweiten Staffel ist es ja tatsächlich so ein bisschen schleichend. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich hingeguckt habe. Und in der ersten Staffel hat sich das ja auch so ein bisschen entwickelt. Gibt es denn eigentlich von denen schon eine Aussage, also AMC bzw. Netflix, wie lange die Serie ziehen wollen? Kann ich jetzt echt nicht sagen. Müsste ich selber mal googeln. Weil ich glaube, das hat auch irgendjemand, also kann sein, dass es eine Fantheorie ist oder dass halt wirklich jemand geschrieben hat, aber
Es gab ja die Aussage, dass quasi die Serie damit enden soll, wie er das erste Mal Jesse und Walter trifft. Ja, wäre Was ein ich gutes eigentlich ganz Ende. geil finde. Ja. Also so. Aber ich es krass finde, vielleicht, wir hatten ja das letzte Mal auch immer so kleine Anekdoten erzählt. Ich finde, ich habe letztens ein Interview mit Bob Odenkirk gesehen. Ich glaube sogar in irgendeiner Anke Engelke oder so, in irgendeiner deutschen Morningshow wurde das, glaube ich, gemacht. Und ich hatte ihn überhaupt nicht, dass er so krass alt war auf dem Schirm. Also, der hat ja schon komplett graue Haare und der muss ja jede Szene bei Better Call Saul komplett übergeschminkt und mit Perücke gespielt haben. Das hat mich irgendwie ein bisschen. Ich war auf jeden Fall beeindruckt. Ich wusste jetzt auch nicht, dass er Hey, mit ich meine, er ist Augen schon hatte. 55 oder so. Und ich finde, das sieht man ihm auch an. Das ist ja nicht tragisch, nur er wird halt wie ein 30-Jähriger geschminkt immer. Genau, und bei. Wo hat er denn mitgespielt? Bei Fargo war es, glaube ich. Da habe ich ihn auch erst überhaupt nicht erkannt, weil er halt einfach so unterschiedlich aussieht. Bei Fargo mitgespielt? In welcher Staffel? In der ersten oder was? In der ersten. Der ist halt der Polizeichef. Der, Ernsthaft? ja, ernsthaft. Das Ich glaube, habe ich ich muss mir das auch. nochmal angucken, aber dann habe ich es nicht gecheckt. Ja, ich auch nicht. Jetzt, Ich wo du so durch sagst, Zufall. ja, jetzt, wo du sagst, ey, oh mein Gott, ich habe das nicht gecheckt. Nee, kann man ja auch nicht. Die sehen halt komplett unterschiedlich aus. Und finde ich cool, dass er so wandelbar ist. Auch wenn jetzt der Polizeichef wahrscheinlich vom Schwerverbrecher nicht so die weiteste Entfernung ist. Vielleicht mal so einen kleinen Spoiler in Staffel 3. Ich habe gerade rausgelesen, dass ein Altbekannter in Staffel 3 zurückkommt, den man halt auch aus Breaking Bad kennt. Wollt ihr es hören? Ja, ich weiß es schon. Ich habe es auch schon gelesen. Ach so. Okay, ich habe mir gerade den Wikipedia-Artikel durchgelesen. Und da steht es tatsächlich auch drin. Aber ich habe es Ja. schon wieder vergessen, weil es mir irgendwie zu unwichtig ist. Ach doch, jetzt weißt du wieder. Alles klar. Ja, jetzt. Warte, lass mich erst mal raten. Also es wird auf. Ich glaube nicht, dass es Walter oder Jesse wird. Es wird Nee. wahrscheinlich irgendein Geschäftspartner von den beiden sein. Wer hat sie denn damals noch vermittelt bei Breaking Bad? Der Chicken Mensch? Wie hieß er denn nochmal? Du bist schon auf der richtigen Spur, es ist Gustavo. Ja, Gustavo Fring, genau. Stimmt. Der Chicken Mensch. Der wird auf jeden Fall, ist auf jeden Fall in der dritten Staffel mit dabei. Die Anfänge der zweiten Staffel sollen auch schon darauf hinweisen, weil wenn man die Anfangsbuchstaben der Folgen in die richtige Reihenfolge bringt, steht da tatsächlich Frings Back. Okay, ist das Zufall oder ist das wirklich so geplant? Das weiß ich nicht. Ich habe es nur im Wikipedia-Artikel jetzt gerade nachgelesen und ich tue jetzt, als wäre ich schlau. Nice. Dann darfst du auch nicht erwähnen, dass es von Wikipedia ist. Wie gesagt, ich tue so. Okay. Gut. Gibt es noch irgendwas Interessantes zu Better Call Saul zu sagen? Nö, ich glaube eigentlich nicht. Kann man sich auch angucken, ist echt. In der ersten Staffel ist die echt noch ziemlich stark. Ja, ich glaube auch, also ich weiß gar nicht, ob auch die Schreiber von Breaking Bad dahinter sind. Oder ob das irgendwie so losgelöst wurde. Naja. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn es weitergeht. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Serie, wie auch Breaking Bad zum Binge-Watchen. Also, dass man es einfach wirklich an einem regnerischen Wochenende einfach durchzieht. Deswegen freue ich mich auf mehr Folgen. Ja, unser nächster Platz wäre, lasst mich eben einmal kurz scrollen, Platz 28, nochmal ein Anime. Und ich kann jetzt schon mal sagen, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, worum es geht. Ich habe mal gehört, Firefly als Anime oder so. Oder Firefly ist Cowboy Bebop als Realserie. Ja, wie gesagt, Cowboy Bebop mit. Ach Mann, ich verrutsche hier meine Zeile. 29 Punkten und 5 Nennungen auf Platz 28. Da weiß ich sogar, worum es geht. Den habe ich nämlich gesehen, als der Anfang der 2000er auf MTV, glaube ich, lief. Habe ich ein paar Folgen mal reingeguckt. Die habe ich auch immer geguckt auf MTV, aber ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, um was es ging. Ich weiß nur noch, dass die übelst geil war und ich die gefeiert habe. Ja, also ich habe es auch. Damals war das halt was komplett Neues so. Das ist ja jetzt nicht. Also damals kannte man halt nur. So halt den ganzen Dragon Ball und One Golden Piece Boy. und
Ja, halt vorrangig diesen Kram, der bei RTL 2 lief, so, und das war dann Ja, halt genau. Kinderprogramm und das ist jetzt eher erwachsener gehalten. Also es ist auch nicht so ultra krasse Super-Action wie bei Dragon Ball, sondern fährt mal ein paar Gänge runter, sag ich mal. Also es geht darum, dass es so eine Kopfgeldjägertruppe, die Cowboys, und die haben ein Raumschiff. Das ist die Bebop und damit fliegen sie durchs All und dann machen sie da ihre Aufträge. So, um das mal grob abzureißen, um was es da geht. Also ist der Firefly-Vergleich gar nicht so schlecht. Nö. Anscheinend. Ja, und was man besonders hervorheben muss, ist, glaube ich, der Soundtrack. Weil Jan, du hattest ja letztes Mal gesagt, dass du bei diesen ganzen Anime diesen japanischen Rock-Pop Kram ziemlich blöd findest. Er ist mir zu lang. Oder so. Aber hier ist das, also die Musik hier ist dann eher so jazzmäßig Hip-Hop-Kram. Also eher so an westliche, amerikanische Einflüsse gehalten. Und den kann man sich eigentlich die ganze Zeit anhören. Ich finde den bis heute noch cool. Ja, so echt gut. Kann ich mich auch noch dran. Wisst ihr so gerade zufällig, wie viele Folgen das sind? Oder ob es. 24, glaube ich. Okay, also Anime-Staffelmäßig. Ist das bei irgendeinem Streamer? 26 sind das. Ah ja, okay, es ist ja auch im Rahmen. Wahrscheinlich 20 Minuten Folgen, oder? Ja, 25. 25, sowas, bla bla. Ja. Gibt's das Also, bei einem Streamer? Netflix hat's nicht. Okay, ich google mal gerade einen Moment. Amazon hat's, glaube ich, auch nicht. Von Was sehr verrückt ist. 1998. Ja, genau. Ne, gibt es Ist bei halt noch keinem aus den Streamer. 90ern. Gibt auch einen Film dazu, der irgendwo zwischen, ich glaub, zwischen Folge 22, 23 spielt. Okay, Ja. ist der ja auch Kanon, also muss man den schauen. Glaube ich nicht. Ist jetzt auch schon wieder etwas her, dass ich das gesehen habe. Kann ich nicht sagen. Also ich habe jetzt mal in das Intro reingehört. Gefällt mir tatsächlich sehr gut. Ja, siehst du, dann, also ich, wie gesagt, ist ja auch schon ein bisschen her, dass ich den geguckt habe. Ich will da jetzt auch nochmal irgendwie reingucken. Ist halt doch ganz geil. Ich bin jetzt irgendwie auch ein bisschen angefixt, obwohl ich ja nicht der größte. Angefickt, Entschuldigung. Achte auf deine Wortwahl, junger Mann. Entschuldigung. Es hören Kinder zu. Ich finde ja sowieso die Animes meistens besser, die halt sich an westlichen Humor und Stile ein bisschen mehr orientieren. Und weil ich mit diesem Japano-Gedöns eigentlich nicht so viel anfangen kann. Was ich übrigens gemerkt habe, so die neueren Anime, insbesondere Attack on Titan zum Beispiel, fahren ja voll auf deutsche Namen ab. Also bei Attack on Titan heißen die ja Armin und Mikasa Ackermann und Eren Jäger und all so ein Kram. Und das war hier auch schon so. Der Protagonist heißt Spike Spiegel. Ich finde das immer Oh, so cool. lustig, wenn die dann auf Japanisch die ganzen deutschen Wörter beim Verwenden Ja, und so. aber da denke ich mir manchmal, also das habe ich mir bei Attack on Titan gedacht, haben die nicht einen da, der vernünftig Deutsch sprechen kann, damit die mal die Aussprache auf die Reihe bekommen? Ja, Das fand ich auch. die holen sich ja nicht für Serie da einen Deutschen, der da die Namen mal richtig ausspricht, für eine Anime nach Japan. Also es gibt auch genug Deutsche, die in Japan leben. Das wäre, glaube ich, nicht das Problem. Das ist auch ganz, ganz schlimm. Bei amerikanischen Serien stört mich das fast noch mehr, wenn man dann, zum Beispiel bei Scrubs gibt es ja die Szene, wo dieser Deutsche da eingeliefert wird, und mit seinem Bruder sich da öfter unterhält, der auch Deutscher ist und der für ihn übersetzt. Das sind einfach beides keine Deutschen. Also sie sprechen ganz miserables Deutsch, so Das stimmt, auswendig ja. gelernt. Finde ich ganz, ganz schrecklich. Ja, keine Ahnung. Da Dann gibt es hätten sie wenige doch. Serien, die das richtig gut machen können. Kannst du am Ende der High Castle gucken und da ist ja auch viel Deutsch mit dabei und der englische Originalton. Also das ist auch manchmal ganz schön Ja, schrecklich. stimmt. Tarantino hat das bei Inglourious Basterds ja anders gemacht.
Der hat sich da wirklich die deutschen Schauspieler geholt. Ja, genau. Das ist doch geil. Oder wenigstens jemand, der die halt coacht oder nachsynchronisiert oder Ja, so, aber aber. steckt dann auch viel mehr Geld und Zeit hinter so einen Cast dann aufzubauen. Wenn du jetzt, was ich, wie Scrubs, ich weiß ja nicht, wie lange die da Zeit für eine Folge haben, bis du da irgendjemanden findest, der super Deutsch spricht oder so, sitzt der auch vielleicht schon wieder der Sender im Nacken von wegen, hallo, wir brauchen Folgen, macht mal Nee, hier. das Witzige ist, die haben ja jemand im Cast, der ein gutes Deutsch spricht, mit Sarah Chalke. Ja, gut. Die spricht auf jeden Fall um Weiten besser als das Beispiel, was ich gerade angeführt habe. Also, die hat ja auch einige Szenen, wo sie Deutsch redet. Natürlich hört man ein bisschen Akzent Von der raus, aber. Synchro Dänisch. Ja, Genau. genau. Ja. Das hat mir ja bei Malcolm in the Middle, glaube ich, letztes Mal schon. Genau. Ja. Naja, gibt's zu Paul, ich kann das nicht aussprechen, das ist wie ein Zungenbrecher. Cowboy Bebop noch etwas. Gucke ich mir auf jeden Fall noch mal an. Also ich werde auch auf jeden Fall mal reingucken, weil mir tatsächlich das Intro schon gefallen hat. Das passiert nicht oft. Ich gucke nicht noch mal rein, aber ich fand es damals cool. Gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten Platz. Und auf dem Platz steht eine Serie, die vermutlich jeder von uns gesehen hat und in Deutschland auch sehr, sehr populär ist, finde ich. Also wenn man so mit Leuten spricht, die nicht viel mit Serien zu tun haben, also immer was ich höre, so, ja, hast du so gesehen? Und dann kommen so die Standards, so Game of Thrones mäßig, und dann kommt auch schon relativ bald immer Dexter mit 32 Punkten und 5 Nennungen. Hat die Serie nämlich auch in unsere auf Platz 27 geschafft. Schocke ich dich, ich habe es noch nicht gesehen. Noch gar nicht? Nein. Was? Okay. Das ist echt, also, ich weiß nicht, geht das euch auch so? Also, wirklich, wenn ich mich mit Leuten über Serien unterhalte, die auch so keine Junkies sind wie ich, immer Dexter, Dexter, Dexter. Es geht. Also es gibt einige, die kennen Dexter dann halt. Ich glaube auch, das liegt auch daran, dass Dexter damals so eine Kontroverse ausgelöst hat. Ich kannte halt damals zu dem Zeitpunkt, als Dexter rauskam, auch keine Serie, die so ist. Aber mittlerweile höre ich immer weniger, dass Leute auch Dexter gesehen haben. Beziehungsweise die Leute haben schon vergessen, dass sie es gesehen haben. Also aus meinem Bekanntenkreis haben echt viele Dexter gesehen, obwohl die nicht so viele Serien gucken wie ich. Wie Max schon gesagt hat, dann ist echt krass, dass dann so durchgesuchtet wird, auch alle Folgen gesehen von Dexter, aber dann keine andere Serie, aber Ja, Dexter alles gesehen. das war, ich habe mal mit einer Arbeitskollegin ein Quizduell gespielt und dachte mir so, ja, TV-Serien ist bei mir mal ein Safe Call für sichere Punkte. Und dann kann auch so eine Dexter-Frage irgendwie, wie heißt der Bay Harbor Butcher oder so mit richtigem Namen, keine Ahnung. Und sie beantwortet das halt richtig und ich sage so zu ihr, das hast du jetzt aber geraten, oder? Ja, nö, ich habe Dexter alle 7 Staffeln gesehen. Schon mehrmals. Nicht Acht so, Staffeln gibt's. gibt's. Acht, ja, stimmt. 8. Und dann so, okay, cool. Ist auch eine coole Serie, aber die hat dann stark abgebaut. Also ab Staffel 6 war es bei mir dann vorbei. Staffel 6 und 7 habe ich nicht mehr geguckt und die Staffel 8 habe ich nur geguckt, um zu wissen, wie es ausgeht. Ja gut, das hättest du besser nicht gemacht. Ja. Aber ich fand die ersten 4, 5 Staffeln echt richtig gut und die erste absolut grandios. Also die war richtig geil gemacht. War auch von kameramäßig und von den Bildern, die gezeigt wurden und wie Dexter dargestellt wurde, sein Gegenspieler, der Kühllaster-Killer, war mega gut. Ja, Ja, also ich. Ja, mach du erst. ich finde halt die ersten 2 Staffeln, da haben sie unglaublich viel Pulver von Dexter verschossen. Also ich finde gerade die ersten 2, wo es halt einmal darum geht mit dem Kühllaster-Killer und dann in der zweiten Staffel, glaube ich, ist der Bay Harbor-Metzger dran. Ja, genau. Na, und da haben die so viel Pulver um Dexter, finde ich, verschossen, was sie halt in Staffel 3, ich muss überlegen, worum ging es in Staffel 3? Trinity Killer oder ist das Nee, 4? Trinity war 5. Nee, 4. 4 war Trinity. Und 3 war. Da war der doch befreundet mit diesen Ja, Latino-Typen. genau, die fand ich unglaublich schwach. Also Okay, die da. war schon mittelschwach, das stimmt. Aber Also ich die war noch fand erträglich. zum Beispiel 6 fand ich schon wieder deutlich stärker. Na, also die hatten in der Mitte ein ganz schönes Tief,
Und zum 6 hin haben sie schon, fand ich schon wieder ein bisschen was aufgebaut. Und dann haben sie einfach komplett mit der 8. Staffel haben sie es, finde ich, total versaut. Ich sehe da auch so einen qualitativen Abfall schon drin, aber jetzt nicht so krass. Also, ich finde, die Serie hat auch in den späten Staffeln immer noch so Momente, wo du dir so denkst, ja, geil, das ist ein ganz cooler Fall. Was mich halt am meisten gestört hat, am Anfang wird, glaube ich, gesagt, dass er komplett emotionslos ist und dass er dann irgendwann so Liebe entwickelt oder Zuneigung. Das fand ich eigentlich eher immer störend und, keine Ahnung, ich hatte immer so das Gefühl, das hat sein Leben nur viel, viel komplizierter gemacht als vorher, weil er auf einmal halt angreifbar geworden ist. Ich weiß nicht, wie das ausgesehen hätte, wenn man das 8 Staffeln ohne gemacht haben. Also er bekommt ja dann auch ein Kind und seine Frau wird umgebracht und ja. Oh, Spoiler. Ja, gut, haben wir das letzte Mal auch schon gemacht. ja, und das Ende, die allerletzte oder die letzten beiden Folgen, diese Doppelfolge, bin da echt, ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Was da passiert und was da passiert, ist absolute Scheiße. Ja. Also, da ist nichts, wo ich mir denke, okay, das ist ein cooler Abschluss, das ist eine coole Handlung, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Ich finde aber gleichzeitig auch, dass die letzten beiden Folgen so ein richtig geiles Feeling haben, weil halt sie quasi diese Stadt in so einem Weltuntergangssetting, ohne jetzt irgendwie jetzt wirklich komplett zu spoilern. Also mir gefällt die Optik einfach allgemein auch, die Dexter hat. Und dann gegen Ende finde ich das so von der Szenerie her und vom Aufbau ein ganz schönen Abschluss. Aber ja, wie gesagt, es wird halt einfach nichts Geiles erzählt. Ich weiß gar nicht, wenn man das empfehlen müsste, was würdet ihr sagen? Guckt Dexter ganz oder würdet ihr irgendwo einen Ausstieg empfehlen? Ja, auf alle Fälle. Also ich würde sagen, die erste Staffel auf alle Fälle gucken und vielleicht dann noch wegen der 4. Staffel, die kann man sich auch noch geben. Also bis zur 4. Staffel. Und wenn die zu Ende ist, dann aufhören. Weil Nein. dann war es das Beste. Dann kommt nichts mehr. Na, das Ding ist halt, jede Staffel hat irgendwo ihre Stärken. Das ist halt das Problem, was ich auch dafür zu sagen, okay, die muss man nicht gucken. Auch die 8. Staffel hat gerade in seiner Beziehung zu Deborah hat die unglaubliche Stärken. Und es gibt unglaublich schwache Folgen, aber jede Staffel an sich hat halt auch so einen Kernpunkt, der gut ist. Also ich würde den Leuten raten, guckt alles. Na, und bildet euch da selber eine Meinung drum, weil es gibt halt wirklich da nicht so eine Staffel, wo man sagt, die ist total kacke. Ja, oder das wäre ein totaler Abrutsch, aber es gibt halt immer so schwache Momente. Und das Also Ende ich ist finde schon, mies. dass es ganz schöne Kackstaffeln gab und ich habe die ja nicht weitergeguckt. Aber das muss ja jeder selber entscheiden. Und also man kann Dexter gucken, auf alle Fälle. Das ist eine richtig coole Serie. Und jeder, der damit anfängt, wird die sowieso bis zum Ende gucken, weil Dexter ein echt guter Charakter ist, der zumindest in den frühen Staffeln gut geschrieben war. Du sagtest, Staffel 6 und 7 hast du nicht gesehen, Warte mal, Staffel 6, um was ging es denn da nochmal? Welcher Mörder war da? ne? War der die 6. Staffel der apokalyptische Reiter? Ja, ich Ja, glaube den habe ich schon. noch gesehen. Aber dann. Der war echt auch gut. Den habe ich noch gesehen. Und dann bei der 7. Staffel, wo das so losging mit seiner Stiefschwester, das war mir dann zu blöd. Ach, mit der. Ja, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Ich habe eh schon genug Ja, gespoilert. dann sollten wir vielleicht weiter zum nächsten Platz. Ja. Mit dem Blick auf die Uhr wäre das eine ganz gute Sollten wir bei Idee. Dexter noch eben den Gunnar-Witz machen, oder? Er sieht aus wie Gunnar, Punkt. Okay. Ich habe Am mir bei Ende Better der 8. Call Saul Staffel den geht er zu Revenge. Rocket Beans TV. Spoiler. Ich habe mir bei Better Call Saul schon den Revenge is a Dish Joke gespart. Möchtest du ihn trotzdem nochmal bringen? Nein. Du hast die Gut, Chance. Überleitung zu dem Joke finde ich jetzt zu unserem nächsten Platz leider nicht. Auch mit 32 Punkten und 7 Nennungen hat es nämlich Stranger Things auch als, glaube ich, zweite 2016er Serie in euer Ranking geschafft. Ich überlege gerade, was war denn noch eine 2016? Westworld. Westworld. Ja, genau. Bisschen überraschend, also nicht, dass es bei euch in die Top-Liste reinkommen ist so oft, aber ja, für mich war die Serie einfach eine komplette Überraschung, weil
Ich bin kein Kind der 80er. Ich bin niemand, der so Synthi-Gedöns und Encounter of the was, First Kind oder Fifth Kind? Wie heißt der Film? Keine Ahnung. Habe Der ich Film halt der nie. dritten Art. Ja, genau. Third Kind, der stimmt. Habe ich halt nie gesehen und ich konnte eigentlich so mit dem Setting gar nichts anfangen. Das Einzige, was ich so kannte, was so in die Richtung geht, war halt Stand by Me, den Film, falls ihr den kennt. Ja. Und ich war einfach komplett geflasht von der Staffel. Nicht nur, dass das Setting einfach total geil war. Also, Stranger Things geht es quasi darum, dass nach einem Spieleabend von vier Jungs, die D&D spielen, glaube ich, oder irgend so ein ja, Pen and Paper slash Rollenspiel slash whatever, einer der Jungs verschwindet auf sehr mysteriöse Art und Weise, und dann gleichzeitig aber ein Mädchen auftaucht, was ja in Krankenhausklamotten mit kahl geschorenem Kopf und so ein bisschen durch ihre Art und ja, durch ihren Charakter, ja, so ein bisschen das Gefüge der Kleinstadt auf den Kopf stellt, kann man das so sagen, Ja. ohne zu viel zu verraten. Ja. Und gleichzeitig beginnt halt eine Suche nach ihrem verschwundenen Freund und eine Jagd auf das Mädchen, die anscheinend irgendwie aus einer Einrichtung entkommen ist. Und ja, ihr habt es auch alle gesehen, oder? War das bei euch auch so? Hattet ihr die Serie schon vorher auf dem Schirm durch Trailer oder war es auch so Nee, gar komplett? nicht. Ich habe die dann bei Netflix mal gesehen und hast dann immer noch dieses komische Bild und dann den Klappentext, sag ich jetzt mal, der so ein bisschen, ja, ein Junge verschwindet und dann dachte ich mir immer so, ach, das ist nicht meins. Und dann haben aber immer mehr Leute darüber geredet, wie geil die ist. Und auf der Gamescom hat Budi dann auch noch darüber geredet, dass Stranger Things übelst geil ist. Und dann dachte ich mir so, okay, wenn das der Budi sagt, da kannst du mal reingucken. Und dann habe ich mir angeguckt und war von der ersten Folge total gecatcht. Und hab die gleich an 2 Tagen dann durchgesuchtet. Weil das absolut wirklich geil ist. Geiler Flair. Und co coole Geschichte. Wer Stephen King mag, kann sich das auf alle Fälle angucken, weil es sich die ganze Zeit anfühlt, als ob Stephen King das geschrieben hätte. Ja, also ihr habt mich ja drauf gebracht. Also ich kannte es ja vorher nicht. Und dann habt ihr gesagt, guck das. Und dann habe ich das geguckt. Und ja, war auch begeistert. Die ersten Folgen fand ich so lala. Da konnte ich den Hype nicht nachvollziehen, aber dann ab 4, 5 hat es mich auch gehuckt und dann habe ich auch durchgezogen. Und bin echt positiv überrascht worden. Hat mir richtig gut gefallen. Ja, für mich war auch irgendwie 2016 allgemein jetzt nicht so das Riesen-Highlight-Jahr, was Serien anging. Deswegen, ich mag das halt immer. Ich mache mir sonntags abends zum Ende des Wochenendes irgendwie eine Folge an und will halt mich einfach ganz normal davon unterhalten lassen. Und dann erwische ich mich halt dabei, wie ich um 2 Uhr nachts oder so immer noch vorm Fernseher sitze, denke, eigentlich musst du ja schlafen. Scheiße. Aber die Serie hookt einen einfach so. Man will halt wissen, was passiert. Und ja, es ist total geil, wenn man dieses Feeling hat. Und wie gesagt, 2016 hatte ich das ganz, ganz selten mal. Vielleicht noch Designated Survivor, aber sonst hatte ich eigentlich keine Serie, die ich unbedingt sofort weitergucken musste. Und alles andere dafür vernachlässigt habe. Ja, was man bei der Serie auch unglaublich loben muss, ist die ganze Kulisse. Die ganze Serie sieht aus, als hätte man sie wirklich live in den 80er Jahren aufgezeichnet. Bis hin zu diesen Walkie-Talkies, mit denen die Jungs kommunizieren, diese riesengroßen Klötze, diese Backsteine mit Antenne dran, die gefühlt noch mal einen halben Meter lang ist. Das sieht wirklich aus wie 80er Jahre und selbst die Kleidung, das passt alles so schlüssig zusammen, das ist so gut gemacht. Ja, ich denke, wir sind alle begeistert, oder? Ja, Ja.
War mein Serien-Highlight. War das auch bei euch in den Listen? Achso, bei dir in der Highlight-Liste, okay. Und auch in der normalen Liste war das bei mir, glaube ich. Nee, bei mir war es nicht drin. Was hattet ihr als Highlight? Als Jahreshighlight hatte ich hier Stranger Things. Kevin, Jan? Ich hatte, glaube ich, Ash vs. Evil Dead. Oh Gott. Da fangen wir besser nicht von an. Ich muss jetzt, glaube ich, zugeben, dass ich bei den Jahreshighlights jetzt gar nicht mitgemacht habe. Also, Jan. Shame. Shame. Vielleicht habe ich zu dem Zeitpunkt noch Dirk Gently geguckt, ich weiß es nicht. Warte mal, ich schau mal eben nach. Ich habe die Listen ja hier offen. Vielleicht habe ich auch mitgemacht, aber ich glaube nicht. Serienliste. Wo ist denn der Boja? Ich hatte, glaube ich, Game of Thrones gesagt oder so. Das wüsste ich. Nee, du hast kein Highlight angegeben. Dann gebe ich das jetzt an, es war Dirk Gently. Das hat es leider nicht in die Liste geschafft. Wie oft muss ich es wiederholen? Auf der normalen Liste kommt bei mir auf 5. Oh, bei mir ist auch Stranger Things das Highlight gewesen und nicht Game of Thrones. Okay, ich habe mich geirrt. Nee, ich wollte extra eine neue Serie nehmen, die 2016 rausgekommen ist und nicht eine, die schon in der sechsten Staffel ist. Obwohl Game of Thrones natürlich auch geil war dieses Jahr. Aber ich wollte dann eher so eine neue Serie führen. Ich glaube, das war auch bei mir der Gedankengang. Ich denke auch, dass wir das nächstes Jahr, wenn wir nochmal so eine Umfrage machen, das dann auch so machen werden, dass das Erscheinungsdatum zumindest in Deutschland dann wirklich 2016 sein sollte. Mhm. Weil sonst, ich sehe halt nicht den Sinn hinter der Liste, wenn halt jemand Dragon Ball Z oder so als sein Highlight 2016 nennt. Da. Hat das jemand gemacht? Nee, Dragon Ball Super war, glaube ich, einmal als Highlight dabei. Okay, ja. Aber auch ganz viele andere Serien, Game of Thrones, sagst du ja, Star Trek Next Generation war einmal dabei. Also klar, aber ist ja, ich will jetzt keinen hier schlecht reden, der das eingesendet hat. Es war ja so in den Regeln drin, dass es alles sein kann. Aber ich denke... Ich sehe ja schon die Hasskommentare. Die kommen eh immer. Max redet alles schlecht. Hasskommentare immer an zwecki@beanstalk.de. Der sammelt die, druckt die aus und hängt sich die an die Wand, oder? Ja. ja, genau. Also ich denke, nächstes Mal werden wir da vielleicht... Weil, wie seht ihr das denn? Würdet ihr es auch nochmal so allgemein machen oder wirklich dann auch auf das Jahr beschränken? Auf das Jahr beschränken. Also ich bin auch davon ausgegangen, dass es um das Jahreshighlight geht und um eine Serie, die in dem Jahr rausgekommen ist. Ja, habe ich auch so verstanden. Ja gut, ist ja so in Ordnung. Was hast du, Kevin, als Highlight? Ich habe sie ja vergessen. Alzheimer und so. Ash vs. Evil Dead. Ach ja. Doppelte Enttäuschung. Und plötzlich ist ihm eingefallen, warum er es vergessen hat. Ach ja. Wow. 10 Minuten nochmal. Groovy. Machst du morgens auch, wenn du aufstehst, bindest du dir erstmal so ein Korsett um. So doll ist die Wampe dann doch noch nicht, dass ich steckst deine Holzhand an. Meine Kettensäge. Ach ja. Nee, die musst du im Flug. Da musst du auch so eine Rolle machen. Ja, klar. Jeden Morgen den doppelten Rückberger und im Flug die Kettensäge auffangen. Okay, die Serie hat mich sehr verstört. Ich bin froh, dass sie nicht... Die hat dich nicht angefickt? Nee. Ja doch, aber beim Kopf. Spätestens, als er dann von dieser Puppe verprügelt wurde. Oder war es eine Puppe? Es war eine Puppe. Little Miss Love You, Little Miss Kill You? Oder was sie da sagt. Ja, um mal die Überleitung zu ziehen, wir bleiben direkt im Mystery-Setting. Auf den nächsten Platz haben es nämlich Akte X bzw. die X-Files geschafft von 1993. Mit 33 Punkten und 4 Nennungen, also auch ein relativ hoher Wert pro Nennung. Es wird so spontan, würde ich sagen, die älteste Serie, die wir bisher hatten, oder? Ist Alf älter? Ja. Ich würde gerade sagen, Alf müsste älter sein. Ah, die erste ernsthafte Serie, sagen wir mal. Okay, Alf-Hater. Finde ich eigentlich, dass man auch eine Parallele zwischen Alf und den X-Files ziehen könnte.
Stimmt, außerdem ja. Sehe ich gerade Twin. Ja. Platz 24 ist noch älter. Ja, eben. Deswegen war ich auch darauf gekommen, weil da halt die Jahreszahlen hinterstanden. Weil X-Files hat ja jetzt letztes Jahr eine Fortsetzung bekommen. Einen Abschluss bekommen, wie kann man das nennen? Also ich würde sagen, eine Fortsetzung. Ich glaube, es kommt ja auch noch eine weitere Staffel. Ich bin mir aber auch gerade nicht sicher. Ich meine, die wollen jetzt noch Staffel 10 produzieren. Ich bin nie so ganz großer Fan davon gewesen. Ich hab's dann, wo lief das denn früher? Pro 7, ja. Das war doch der richtige Mystery Montag. Ja, ich hab mal ein paar Folgen gesehen, aber mich hat's nie so ganz, also mich hat nie die Sucht gepackt, da oder das Bedürfnis, davon alles zu sehen. Ich weiß nur noch, dass es am Anfang noch so relativ bodenständig war und dann am Ende halt immer mehr in den übernatürlichen, außerirdischen Gedöns-Bereich abgedriftet ist. Was mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Nur da haben mir einfach zu viele Folgen gefehlt, glaube ich, um die Entwicklung damals vor, keine Ahnung, vor 10 Jahren oder so vernünftig nachzuvollziehen. Vielleicht war ich auch noch ein bisschen klein. Bin da noch jung. Aber die Serie hat mir auch beim Alzheimer gezeichnet. Ja, Mann. Ich kann mir halt, wenn ich etwas doof finde, dann kann ich mir das auch nicht merken. Kevin, wie war nochmal dein... Ash vs. Evil Dead. Aber ich hab's noch offen, deswegen. Naja. Ich frag dich in ein paar Stunden nochmal. Ja, morgen habe ich das wieder vergessen. Hat eigentlich jemand die Serie gefallen? So, oder? Also, ich hab gleich weiterspringen. Ich habe nicht alles von der Serie gesehen. Ich kenne nur die ersten Staffeln. Ich habe die auch nie. Ich habe die auch erst vor ein paar Jahren für mich entdeckt. Und ich mag sie. Das ist das Merkwürdige daran. Ich finde sie an sich, wenn ich eine Folge gucke, finde ich es gut. Aber ich habe ganz wenig Ambition, sie immer weiter zu gucken, weil wie Max auch schon sagte, halt die späteren Staffeln werden halt abgedrehter, die werden halt, ich sag mal, freakiger. In den ersten Staffeln ist es halt noch alles sehr bodenständig, vom Produktionsaufwand auch noch ein bisschen trashig. Aber es hat noch so mehr FBI-Ermittlungen und weniger Außerirdische oder sowas. Es ist immer interessant zu gucken, auch dass Scully auch immer gleich an das Übernatürliche glaubt und das auch einfach immer super wissenschaftlich erklärt. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Also die Charaktere sind toll. Super Duo. Ja, das auf jeden Fall, wenn man so an Duos in der Fernsehgeschichte denkt. Da fallen mir jetzt spontan auch immer die beiden direkt ein. So. Und man muss auch dazu sagen, Akte X hat ja wohl das Intro ever, oder? Also das ist schon cool, ja. Schon ziemlich geil. Ich glaube, die Melodie kennt jeder. Auch wenn man die vielleicht nicht zuordnen kann, gehört hat man die auf alle Fälle schon mal. Ja, das stimmt. Dann können wir unseren Plan jetzt doch in die Tat umsetzen, vor jeder Serie das Intro zu singen. Jetzt sollen wir mit der Überleitung zu Platz 24 gehen und Max fängt an zu singen. Was ist... Moment. Ist das Platz 24 oder... Boah, Twin Peaks. Oder wollen wir noch was zu X-Files sagen? Ich habe die nie gesehen, deswegen. Ich auch nicht. Okay, Twin Peaks. Ihr solltet zumindest mal euch die ersten paar Folgen angucken. Ja, da kann man nichts falsch machen. Ist mir jetzt schon zu alt und ist mir zu verbraucht. Die Serie ist jünger als du. Ja und? Ich bin aber auch schon verbraucht. Nee, X-Files ist nicht so meins. Hat mich noch nie gereizt und reizt mich auch jetzt nicht. Auch die neue Staffel, die jetzt gekommen irgendwo ist. Da draußen. Ja, das weiß ich. Also ich, wie gesagt, ich Einzelfolgen okay, aber so als Gesamtes. Und wie gesagt, ist halt ein geiles Duo. So. Ist irgendein Fernsehduo ikonischer? Ich wüsste nicht welches. Boot und Harry. Aus Film würde mir jetzt einfallen, aber nicht aus der Serie jetzt so spontan. Sag dir, Toto und Harry. Okay, du bist raus, Kevin. Derek und wie hieß dein Kollege?
Die ist schon vor dem Wagen so vor. Derek? Habe ich nie gesehen. Doch nicht, aber irgendwie kennt man es ja doch irgendwo. Vielleicht Turk und JD. Stimmt. Nutzen wir jetzt die Überleitung und überspringen einfach ein paar Stellen? Und da wären wir bei Platz 3 angekommen. Nee, Platz 24 ist aber auch nicht so, wo ich echt nicht so viel zu sagen kann. Da bin ich ein bisschen jung für, glaube ich, auch. Ich ebenso. Gleichfalls. Los, Andreas, deine Chance. Okay, also, ihr habt das alles nicht gesehen? Nee, Twin Peaks mit ich 33 Punkten nicht. Und 5 Nennungen. Ich habe ja mal ein paar Folgen gesehen und das Remake von oder Fortsetzung von Amazon habe ich auch mal ein paar Folgen gesehen. Aber das schon? Ja, das lief sogar mal bei Rocket Beans im Telekollektiv. Hä, ich dachte erst, weil ich wollte die Serie eigentlich noch nachholen, die Twin Peaks Serie, wegen dieser neuen. Ich wusste gar nicht, dass die jetzt schon gelaufen ist. Also ich meine mich dunkel zu erinnern, dass bei Rocket Beans mal Twin Peaks lief. Also die neue Staffel, die von die dann auch 20 Jahre später spielt oder so. Ich glaube schon. Also laut Wikipedia, was ja als ernsthafte Quelle im Internet gilt, ist für 2017 eine weitere Staffel geplant. Das wäre dieses Jahr. Ja, aber was lief denn da bei Rocket Beans? Wahrscheinlich ein schlechtes Gedächtnis. Nein. Ohne Scheiß. Ihr könnt mich jetzt... Warte. Jetzt musst du hier eine Episodenliste geben. An dieser Stelle unterbrechen wir den Podcast, da Max in seinem Gedächtnis kramt. Bitte jetzt die Jeopardy-Melodie einspielen. An die habe ich auch gerade gedacht. Ey, das kann doch nicht sein. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass im Telekollektiv mal was von Twin Peaks lief. Vielleicht so eine Doku oder so. Oh, Mann. Und? Wie war euer Tag so? Also wie gesagt, nachholen will ich die Serie schon noch, wegen diesem neuen Reboot oder keine Ahnung. Ist ja kein Reboot, es geht ja weiter. Ja, ich sehe auch gerade, das ist gar nicht so viel, was man da nachholen müsste. Es sind 2 Staffeln und da sind auch nur wenig Folgen, ne? 30 Folgen. Ich weiß gar nicht, hat hier irgendjemand, hat die Netflix oder Amazon? Amazon. erstmal gucken. Was war das denn? Was denn? Aber keine Ahnung, dass ich eingeschlafen bin. Oh. Ey, das kann doch nicht sein. Okay, mein Gehirn hat mir wieder einen Streich gespielt. Hey Max, was war mein Highlight 2016? Ash vs. Evil Dead. Hat aber gedauert. Naja, das ist bei Amazon verfügbar. Vielleicht haben die das dann damals auch als Promo gezeigt. Könnte sein, ja. Da war ja eh noch die Zeit, da lief ja auch The Man in the High Castle und sowas im Telekollektiv. Mhm. Ich sehe gerade, die Aufteilung der Staffeln ist ja auch cool. Die erste Staffel hat 9 Folgen und die zweite 23. Okay, das ist ja bescheuert. Ja, das soll damals auch ziemlich komisch gewesen sein mit dem Ende. Da gibt es viele Streitigkeiten darüber, ob das nur gut oder scheiße ist. Vielleicht führen sie es deswegen weiter. Wir kriegen aber ungefähr zusammen, worum es ging, oder? Um den Mordfall. Und so, ja. Genau, an einem jungen Mädchen oder so. Genau, in so einer Kleinstadt. Twin Peaks halt. Und das muss halt, ja, die Suche nach dem Mörder sein, ne? Und das wollen wir vielleicht ein paar Pause machen. Weißt du, was ich geil finde? Dieselbe Beschreibung könnte man über die Serie Broadchurch gerade machen. Was? Broadchurch? Ja, es geht um einen Mord in einem Dorf, was Broadchurch hieß. Stimmt, ja.
Okay. Kann doch nicht sein. Wollen wir erstmal kurz Pause machen und gleich weitermachen? Können wir machen, ja. Okay. Gut, dann machen wir hier kurz einen Cut und sind gleich wieder da. So, da sind wir auch schon wieder aus der kurzen Pause. Ich muss mich jetzt erstmal rechtfertigen. Ich habe Twin Peaks verwechselt. Die Serie, die im Telekollektiv geschaut wurde, war nämlich Wayward Pines. Und irgendwie habe ich da so viele Parallelen zwischengezogen. Und deswegen war mir das so im Gedächtnis geblieben. Schande über mein Haupt, Schande über mich als Serienjunkie. Ich gelobe Besserung. Verbrennt ihn, kommt mit Mistgabeln angerannt. Yeah. Ja, das ist mir schon ein bisschen peinlich. Naja, egal. Genau, Twin Peaks hätten wir damit abgearbeitet und kommen jetzt zur ersten britischen Serie. Luther. Ach, ups, ja. Jetzt zur zweiten britischen Serie. Da oben kommen gleich aber noch ein paar, schon mal als Warnung. Nämlich Black Mirror mit 33 Punkten und 8 Nennungen. Frage ist, hättet ihr das Schwein gefickt? Nein. Das ist wohl die wichtigste Frage, die man sich stellen kann, oder? Die Folge habe ich noch nicht gesehen. Die erste Folge. Also ich finde, ich habe nicht chronologisch durchgeguckt. Also, Black Mirror, finde ich, habe die erste Staffel gesehen bis jetzt nur. Die hat immer gute Ideen, aber die Geschichte finde ich dann immer nicht so interessant dahinter. Ja, also ich finde bei Black Mirror ist ganz schwierig, weil halt auch wirklich jede Folge eine eigenständige Handlung ist, da wirklich einen guten Schlussstrich zu ziehen. Also ich finde halt, wenn man das jetzt als Filmreihe oder so sehen würde, gäbe es halt wirklich gute Teile. Also zum Beispiel auch die erste Folge der ersten Staffel, die bleibt ja jedem in Erinnerung, die ist halt echt gut. Hat mich auf jeden Fall auf die ganzen Rest der ersten Staffel ganz schön angefickt, so wie Kevin es sagen würde. Oh Gott, das ist dem Schwein ja noch richtig grausam, wenn er jetzt angefickt sagt. Ich habe genau auf diesen Moment habe ich hingearbeitet. Euch ein Wort einzupflanzen von 2 Stunden zuvor. Ja, also ich bin jetzt momentan in der dritten Staffel noch, also ich bin noch mit der dritten Staffel beschäftigt. Es gibt halt in jeder Staffel gibt es Folgen, die finde ich unglaublich gut und nachdem ich auch wirklich erstmal eine Pause von der Serie gemacht habe. Aber es gibt auch leider Folgen, die einem wirklich auch die Lust an der Serie kaputt machen. Wo man dann halt wirklich nicht so denkt, oh mein Gott, die Technik ist böse, sondern oh mein Gott, die Leute sind ganz schön dumm. Sie hat halt gute und schlechte Folgen. Das ist also, ja das allgemein so. Ja, ja, jede so. Serie. Vor allem, wenn sie so episodenhaft ist, klar. Ich wollte gerade sagen, also da ist es ja wirklich gerade extrem, weil nichts miteinander zu tun hat. Ich glaube, in der dritten Staffel ist zumindest die Technik allumgreifend. Also da spielt ja die Technik in dem Universum der dritten Staffel sozusagen. Die ist halt, es gibt halt die gleichen Geräte in der ganzen Staffel durchgehend. In den ersten 2 Staffeln wurde einfach irgendwie immer so ein Gadget oder sonst irgendwas vorgestellt, um das sich dann die einzelne Folge handelte und in der dritten Staffel hast du halt mal die gleiche Technik in allen Folgen, die dann halt anders beleuchtet wird. Das finde ich dann wieder interessanter, irgendwie. Ich hatte zwar jetzt die Episoden Haftigkeit? Nein, also dass es jede Episode was Neues ist, hat mich zwar jetzt nicht gestört, aber wie gesagt, ich fand die Ideen, die da drin verbaut wurden, ziemlich gut, aber so die Geschichte dahinter hat mir nicht so richtig gefallen. Also die erste Staffel hat ja unter 3 Folgen, also hab schon nicht so viel gesehen davon. Aber ich werde es bestimmt mal weitergucken, irgendwann. Ich hatte mal eben so einen Guide gefunden, wo dann verschiedene Kurzangaben von den einzelnen Folgen dabei waren. Da hatte ich dann, also ich habe glaube ich jetzt 4 oder 5 Folgen insgesamt gesehen. Hat mir eigentlich ganz, ganz gut gefallen, aber wie ihr schon sagt, beziehungsweise wie ist ja einfach normal bei so episodenhaften Sachen, dass da manche Geschichten interessieren einen einfach und manche halt nicht. Aber insgesamt kann man, denke ich mal, schon sagen, dass es alles sehr, 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 eigentlich sind alle Folgen gut geschrieben, finde ich. Die Schauspieler sind zum Großteil gut ausgewählt oder passend für die Rollen.
Ja, und am Production Value kann man auch wenig meckern, würde ich sagen. Ja, was ich halt auch noch bei den einzelnen Folgen so schwierig finde, ist halt, du hast halt in den Folgen halt immer einen neuen Cast. Du hast nicht, wie es zum Beispiel bei American Horror Stories ist, dass du halt den gleichen Cast hast, aber immer neue Stories, wo du halt zum Beispiel dich auch darauf einstellen kannst, okay, der Schauspieler ist gut, ne, der macht seine Rolle eigentlich immer richtig gut und den kann ich mir weiter angucken, hast du bei Black Mirror immer so die Wundertüte mit Sachen, die jetzt kommen. Ne, da ist halt auch immer der Cast halt auch nicht wie bei der vorherigen Folge. Bei der Serie habe ich aber jetzt allgemein auch so das Gefühl, dass die in letzter Zeit sehr, sehr gehypt wurde. Ja. Also, dass die echt sehr populär geworden ist. Also nicht nur durch die Verfügbarkeit bei Netflix, sondern allgemein auch unter Serienfans. Also ich finde sie tatsächlich ein bisschen overhyped. Macht mir jetzt bestimmt nicht viele Freunde, aber ist halt mein... Ich habe sie ja gesehen, bevor sie gehypt war. Also Hipster. Ich kann verstehen, dass Leute, die es dann wirklich mal gesehen haben, auch sogar, dass man, ich finde gerade die erste Folge der ersten Staffel, die macht einen super Start auf die Thematik der ganzen Serie. Ja, und ja, gut. Nachher wird es halt wieder ein bisschen schwächer. Das stimmt. Also die zweite Folge der ersten Staffel fand ich dann von der Geschichte her übelst. Welche war die zweite Folge? Mit dem Schwarzen, der, wo die Welt... Ach, Fahrradfahren, oder? Ja, genau. Ja, oder dieses Deutschland sucht den Superstar so ein bisschen. Ja, ich fand die Thematik ganz cool. Ja, aber da fand ich halt auch die Umsetzung so überspitzt. Die war wirklich sehr mies. Ja. Und die dritte Folge davon fand ich auch wieder gut. Aber die war mit diesen Erinnerungen im Auge wieder abspielen. Oh, die fand ich noch schlimmer. Die fand ich eigentlich ganz gut, aber es war mir dann viel zu lang gezogen und mit diesen ist sie nur fremdgegangen oder nicht, war mir viel zu lang. Ja, ich fand die Idee ganz cool mit dieser Technik, die halt sozusagen nichts auch vergessen lässt. Ne? Aber so, das war dann halt irgendwie, das war einfach viel zu lang. Die Folgen haben ja auch, gehen die 45 Minuten oder gehen die 90 Minuten? Unterschiedlich. Also ich glaube, die dritte war sogar über eine Stunde. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und? Was sagt ihr sonst noch zu Black Mirror? Ich kann, wie gesagt, noch nicht so viel sagen. Es hat alles Spaß gemacht. Es ist halt, ja, wie eben schon gesagt, sehr, sehr persönlich, ob einem die Geschichte gefällt oder nicht. Ich denke aber, ich glaube, da ist für jeden was dabei. Man muss halt nur Glück haben und nicht mit Folgen einsteigen, die einem so schon überhaupt nicht gefallen und man dann sagt, nee, die Serie ist allgemein nichts für mich. Ja, da muss ich Max zustimmen. Sehe ich auch so. Besonders, ich denke, ihr habt schon sehr, sehr viel Richtiges und Wichtiges zu der Serie gesagt. Ich denke, wir können zum nächsten Platz übergehen, oder? Sehr gerne. Ja. Jo. Juhu, nochmal ein Anime. Full Metal Alchemist Brotherhood mit 34 Punkten bei 6 Nennungen. Da geht es natürlich um einen Alchemisten, der jedes Wackenkonzert besucht, ist ja klar. Und einen Bruder dabei hat. Schon wieder ein Anime, aber der ist mal richtig gut. Ja, dann erzähl mal, worum geht's denn überhaupt? Oh Gott, jetzt habe ich mir das eingebrockt. Das ist schon ein bisschen her, dass ich den gesehen habe und ich habe auch nicht Brotherhood gesehen, ich habe nur den normalen Fullmetal Alchemist gesehen. Naja, das ist ja eigentlich fast das gleiche bis aufs Ende irgendwie, weil das Ende bei Fullmetal Alchemist normal, da waren die Mangas noch nicht erschienen und die Serie hat die Mangas überholt und deswegen mussten sich die Anime-Leute sich ein eigenes Ende ausdenken, was dann abweicht von dem Manga. Und das ist halt eine andere Welt als unsere. Also da wird mit Alchemie wird da sowas wie gezaubert, aber man hat nicht einen Zauberstab oder so, man macht so Zeichen in den Boden und dann kann man halt alchemistische Sachen auch schaffen. Also wie die Jutsus von Naruto quasi. Ja, ich habe Naruto nicht so verfolgt. Ja, es sind nicht so Handzeichen, sondern eher schon so Symbole, die da auf dem Boden liierst. Genau. Und da sind halt zwei Brüder und die verlieren ihre Mutter und dann wollen die ihre Mutter mit Alchemie wieder zurückbringen aus dem Totenreich
Und das geht schief. Und der eine Bruder verliert seinen Arm und sein Bein und der andere Bruder verliert seinen ganzen Körper. Und deswegen ist er auch in der Rüstung, an der Rüstung gebunden von seinem Ich wollte gerade Bruder mit sagen, sein Bruder Alchemie. ist die Rüstung. Genau. Genau. Die Ja, und Seele die wollen wurde. halt den Stein der Weisen finden, damit sie ihre Körper wieder zurückbekommen. Harry Potter? Fast. Ja, und da gibt es dann auch noch so eine, Kevin, du kannst mir bestimmt helfen, so eine Akademie oder so, wo die dann hinkommen. Wie hießen die Alchemisten da? Die Da gab es noch. Stabsalchemisten? Ja, die Ja, genau. Staatsalchemisten, genau. Mit Roy Mustang und so. Ja, genau. Also es gibt viele coole Charaktere in dem Anime, muss ich sagen. Also die sind echt richtig cool gemacht und jeder hat so seine eigenen alchemistischen Fähigkeiten. Ich wollte Der gerade sagen, Roy. jeder Alchemist hat ja auch seinen eigenen Spitznamen. Ne? Genau. Jetzt zum Beispiel der Full Metal Alchemist ist halt sein Name, also sein Alchemistenname. Genau. Und er wird halt immer Und mit seinem Bruder verwechselt, weil der halt weil der aus die Metall Rüstung besteht. ist. Genau. Das ist auch immer witzig. Ja, das Schöne ist auch immer, wenn auf seine Größe angespielt wird, von wegen, du Knirps bist der Full Metal Alchemist? Wen nennst du hier Knirps? Das ist halt wirklich, ich glaube, in jeder zweiten Folge passiert dieser Witz. Ja. Was ich ganz angenehm finde, also es ist ja auch, also das Shonen-Genre, also sprich das gleiche Genre wie Naruto, One Piece, Dragon Ball, bla bla bla. Und die sind ja meistens darauf ausgelegt, dass sie halt über einen längeren Zeitraum mit längeren Episoden laufen. Und da hat Fullmetal Alchemist Brotherhood nur, in Anführungszeichen, nur 64 Folgen. Also, das ist natürlich immer noch mehr als die meisten Serien, aber dann doch im Vergleich zu anderen schon Anime wesentlich kürzer. Da kann man also eigentlich gut aufholen, finde ich. Gerade wegen den 64 Folgen ist die Serie auch immer noch auf meiner Watchlist. Ich mir immer wieder denke, die guckst du dir mal wieder weiter an. Ich habe mit Full Metal Alchemist damals angefangen und habe dann halt irgendwann festgestellt, dass Brotherhood die gleiche Story erzählt, bis auf, wie Andreas schon sagte, das Ende. Aber einfach viel kürzer ist. Aber wieso war das nochmal mit dem Ende? Andreas hat das eben gesagt, weil der Manga noch nicht zu Ende war. Genau, und die wollten den Anime halt weitermachen und dann haben sie sich ein eigenes Ende ausgedacht und der Manga geht dann noch einen anderen Weg. Und Okay, deswegen gibt es also. dann halt die Brotherhood-Serie noch. Die ist dann Okay, halt wie also. der Manga. Okay, quasi wie das aktuell bei auch. Hier bei Game of Thrones auch die Verfahrensweise ist. Genau. Okay, cool. Obwohl Bei bei Game mir. of Thrones wissen sie ja das Ende. Das hat ja Martin schon verraten. Ja, okay, Ja, aber ist halt der die Weg Frage, dahin wird es bei Game ist. of Thrones je wieder Bücher geben? Bestimmt. Ja, ist Also auch ich eine glaube, gute dass er Frage. tatsächlich eins noch schafft und dann nippelt er ab. Ich glaube, das macht er aber dann Das klingt absichtlich. hart, aber so ist das nun mal. Ich kann es vielleicht auch ein bisschen netter formulieren, aber Wir sind hier quasi im Beanstalk. erst zerfickt er alles und jetzt sagt er auch erst noch, dann dass er zerfickt er Martin. seine Leser und Zuschauer und dann sich selbst. Naja, Rocket Beans ist ein ab 18 Sender. Also ich gucke tatsächlich Brotherhood auch manchmal eine Folge da mal rein. Ja, Das. ich find die Serie an sich ist auch super zum Fesseln. Also ich habe auch mich schon mal dabei erwischt, wie ich einfach mal 10 Folgen am Stück geguckt habe. Das läuft auch, glaube ich, gerade noch im Fernsehen. Frag mich Wer auch, guckt wie. denn Fernsehen? Okay, Entschuldigung. Ich habe keine Zeit für Werbung. Rocket Beans? Da kann ich auch Serien in Werbung gucken. Das stimmt, das mache ich auch öfter mal. Oder direkt nebenbei gucken. Dafür gibt es ja Untertitel. Stimmt. Kann ich eine Serie gucken und Rocket Beans hören? Jo. So, jetzt fangen die Serien an. Oder mit Platz 21, Rick and Morty, mit 36 Punkten und die erste zweistellige Anzahl von Nennungen, nämlich mit 10 Nennungen. Ja, die Serien, zu denen ich also zu allen Serien kann ich was sagen. Juhu. Ich habe es auf meiner Watchlist. Ich habe noch keine einzige Sekunde davon gesehen, aber ich will damit unbedingt anfangen, weil es jeder, den ich gefragt habe, jeder, den ich kenne, feiert das absolut ab.
Und das lief bei Rocket Beans, ganz sicher. Safe Call. Also Simon erzählt davon ja immer sehr oft, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber ich habe es auch noch nicht gesehen. Also ich habe alle, ich glaube, zwei Staffeln sind draußen und zwei Staffeln gibt es auch auf Netflix mittlerweile. Hm. Ich habe auch nur angefangen, weil es halt bei Rocket Beans so thematisiert wurde, ne, dass halt jeder sagte, oh, guck sie an. Ich glaube auch die Macher von Rick and Morty haben das auf ihrer Homepage auch, du kannst sie einfach auf ihrer Homepage auch alle gucken. Ach so, wie es South Park? Ja, ich meine wohl, also es war mal eine Zeit lang so. Vielleicht habe ich auch aus Versehen irgendwie so ein Portal erwischt, was das Official Dan Harmon Site.to. Also was mich bisher auch immer so von der Serie abgeschreckt hat, also vielleicht sollten wir erstmal klären, was das überhaupt ist. Also es geht da um, soweit ich das mitbekommen habe, um Morty und seinen Onkel? Großvater? Achso, Großvater ist der. Rick, der ist Wissenschaftler und zusammen erleben die da halt immer Abenteuer, mehr oder weniger freiwillig. Und das ist eine Zeichentrickserie und das ist auch schon so mein größter Abschreckspunkt bisher gewesen, der Zeichenstil. Also erstmal, Rick macht die Abenteuer freiwillig, Morty eher weniger. Also Morty ist sozusagen Ricks Sidekick, der wird einfach immer mitgeschleift. Nee, nicht immer. Es gibt auch eine Folge, da geht er ins Land der Riesen. Okay, dann wird er auf einem Klo von einem Schleim vergewaltigt, aber... Es gibt eine Folge, wo Morty freiwillig Abenteuer macht. Ja, stimmt. Nee, also, ja, ich kann es verstehen. Also ich finde den Zeichenstil auch, ganz zu Anfang fand ich es auch total merkwürdig. Weil er halt wirklich, ich will nicht sagen, er ist nicht gut, er ist gewöhnungsbedürftig. Ja, mach weiter, erzähl erstmal zu. Er weicht halt von dem, was man normalerweise, was so normalerweise der Standard für einen selber ist, weicht hier doch ganz schön ab. Aber ich glaube, das wird auch von zwei Leuten nur gemacht, wenn ich das richtig im Kopf hatte. Das ist, ich finde, das ist eine bemerkenswerte Leistung. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz kleines Team. Ich möchte mich da jetzt nicht auf eine Zahl festlegen, aber ich meine, das waren wirklich irgendwie so zwei oder sowas, die das machen und zeichnen. Und die Thematik der Folgen ist unglaublich gut. Ne, die haben halt, die sprechen halt durchweg ein erwachsenes Publikum an. Na, also ich würde meinem Kind, so meinen Kindern sowas nicht gucken lassen. Das ist nicht gut. Genau, wie South Park machst du ja auch nicht, eigentlich. Ja, aber Rick and Morty ist nochmal eine Nummer härter. Ja, also ich finde auch zu South Park, South Park ist ja eher so kritisch, gesellschaftskritisch noch mit. Ich glaube, bei Rick und Morty, wollen einfach nur obszön oder so sein. Die haben halt, ich will jetzt nicht sagen, das ist einfach nur, weiß nicht, Pipi-Kaka-Humor. Ja doch, das ist es schon, aber die machen es halt gut. Die machen es halt an den richtigen Stellen in der richtigen Dosierung, finde ich. Ich wollte gerade sagen, es gibt aber halt auch immer noch eine richtige Thematik in der Folge. Es ist halt nicht irgendwie, dass es nur blöde Witze sind oder sowas. Es gibt halt immer noch so ein Drumrum. Das ist eigentlich eine unglaublich gute Mischung. Ja. Wer auf so Humor steht, vielleicht etwas derber und etwas abgefahrener, als es Simpsons und Futurama machen, der sollte da auf jeden Fall reingucken. Also, ich war auch skeptisch am Anfang. Ich habe es auch nicht so viel früher vor den Rocket Beans gesehen. Vielleicht ein, zwei Wochen früher habe ich mir mal die erste Staffel angeschaut. Ist einfach geil. Also, ist so schön kurzweilig. Das hat man mega schnell runtergeguckt. Da sind jetzt, glaube ich, auch nicht so viele Folgen pro Staffel. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr auswendig, aber... Ich meine 10 pro Staffel. Das war nicht ja, gut. Genau. Dann 25 oder 23 Minuten. Da ist man schnell durch. Und... das Geile, was mich am Anfang gestört hat, war wirklich auch, wie ihr eben schon gesagt habt, mit dem Zeichenstil, dass es zum Beispiel keine Gesichtsausdrücke von Morty gibt, sondern immer, wenn eine Situation passiert, hat er diesen so ein, hat er, es wird einfach sein Mund wie so ein rundes M gezeichnet quasi. So umgedreht, das ist ein bisschen doof zu erklären. Das ist einfach so, am Anfang habe ich mir gedacht, ja, what the fuck, was soll er jetzt darstellen? Und mittlerweile denke ich mir, ja, das beschreibt die Situation eigentlich ganz gut. So. Er hat sich wie so ein Meme jetzt bei mir eingebrannt. Mein größter Kritikpunkt sind die Pupillen. Also die Pupillen bestehen halt aus nichts mehr als einem umförmigen, schwarzen Ding. Es wirkt so, als hätten sie einfach so mit einem Bleistift so aufs Papier gedrückt und dann so ein irgendwie...
willkürlich noch ein paar Schlenker mit reingebracht. Und weiß nicht, ich kann das irgendwie nicht mir so lange angucken. Mich macht das wahnsinnig. Vielleicht liegt es daran, dass ich anderes gewöhnt bin und dass mich das dann so abschreckt, aber ja. Also das war bisher der größte Grund, warum ich da noch nicht reingeguckt habe. Aber ich will mir das auf jeden Fall angucken. Guckst dir auf jeden Fall in der nächsten Zeit an und jammer dann rum, dass Staffel 3 noch nicht draußen ist. Okay. Genau. Staffel 2 sind wir auch noch deutlich besser als Staffel 1, finde ich. Also ja, ich finde die zweite Staffel auch deutlich stärker. Da haben sich die Running Gags schon ein bisschen etabliert und man weiß so, was man erwartet und die Serie macht dann einfach was anderes. Lustigerweise habe ich Rick and Morty durch zwei andere Sachen oder erst davon mitbekommen, durch zwei andere Sachen. Das war nämlich einmal der Couch-Gag von den Simpsons, da tauchen die auch einmal auf, wo sie dann mit dem irgendeinem UFO oder so da ins Wohnzimmer platzen und dann die Familie zermatschen. Und dann gibt's zu Dota 2 gibt's ein Ansagerpaket von Rick und Morty. Das heißt, die sagen dir dann immer, oh, Bottom Lane, Tower, bla bla bla. Halt auf die typische Art da. Wollte ich nur so als Anekdoten reinwerfen. Auch von den Sprechern? Ja, auch von den richtigen Sprechern. Das ist ja cool. Wie gibt's das Workshop-mäßig bei Steam? Ja, das kannst du dir im Dota-Shop kaufen. Ah, okay, cool. Das ist ja mal solides Marketing. Also, da muss man sie ja mal loben für. Es gibt auch ein Deadmau5-Musikpaket dafür und naja, also ein ganzen Kram. Also ich suche das mal raus und schick dir mal einen Link, dann kannst du dir das mal anhören. Die sind nämlich echt gut, die Sprüche. Ja, nice. Das ist sehr cool. Habt ihr noch etwas Wichtiges zu Rick and Morty zu sagen? Auch da mag ich das Intro. Ja, mir ist es ein bisschen lang, wenn man es wirklich hintereinander guckt, aber es ist cool. Kann die Serie nichts dafür, dass du nicht irgendwann mal eine Pause machst. Das stimmt. Netflix hat ja manchmal diese nette Funktion, dass das Intro einfach übersprungen wird. Nur bei Orange is the New Black nicht. Nee, das ist halt doof. Manchmal funktioniert es und manchmal nicht. Stimmt, Orange is the New Black, das... Oh, Rage. Naja. Aber, Jungs, wir haben es geschafft. Wir haben Platz 20 erreicht. Ich hätte gedacht, dass wir das niemals schaffen. Das war eine lange, ja, beschwerliche Reise. Ich werde jetzt meine Mutter anrufen. Ich werde davon berichten. Und ich denke, von den Top 20, was habt ihr da nicht gesehen? Platz 19, Platz 16, Platz 15. Platz 15. Ich meine, okay, 18, Kevin ist jetzt noch weg für heute. Kevin, was hast du gesehen davon? One Piece. Ganz oder auch nur eine Folge oder? Nein, wir fangen einfach mal an. Hast du davon gesehen, dass sind wir zufrieden? Ich habe schon einige Sachen davon gesehen. Also ich glaube, bis tatsächlich eine aus Sache den Top 5 habe ich zwei Sachen nicht gesehen. Ich hoffe nicht, die. Naja, werden wir gleich zu kommen. Top 5 von 4. Ja, gleich. Oh mein Gott. Shame. High five. Jan und ich machen jetzt alleine weiter. Ihr geht jetzt bitte. Wie soll das enden? Hausaufgabe. Aber ich kann gucken. Ach, du kannst mir im normalen Serienquartett-Podcast mal zuwürfeln. Ja, genau. Ich kann dafür ganz kurz zusammenfassen, in was es um Platz 20 geht. Okay, tu es. Ja. Aber du machst genau das, wovon ich hoffe, dass du es tust. Ich auch. Doug und Carrie, Arthur, Arthur. Ab und zu geht es vielleicht auch um Duck und Pizza. Duck und Salami. Ja, King of Queens. Also eigentlich hast du schon ganz schön mit der bezeichnendsten Szene. Ja, die kennt auch jeder. Ja. Nein, also die wirklich die Nonplusultra-Szene ist doch wohl Limoneneis. Auch, ja, aber ich finde den Duck and Carry Song oder Cats Up ist also, mir, glaube ich, noch eher. Der Ausdruck des kleinen Arthurs im Originalton. Lemon Ice Cream. Übrigens ist der Schauspieler ist der Vater von Ben Stiller, falls ihr das noch nicht wusstet. Stimmt. Ach, ernsthaft? Ja. Jerry Stiller. Krass. Die Welt ist ein Dorf.
Ben Stiller hat auch, glaube ich, ab und zu mal so Cameo-Auftritte in King of Ben Queens. Stiller spielt immer Arthurs Vater. Ja, stimmt, in den Rückblenden. Ach ja, genau, stimmt, der ihn immer geschlagen hat. Oder so. Genau, er und sein Sohn, sein Bruder, wie hieß er noch? Scooter. Sicher? Ich meine, ich suche das jetzt nach. Also bei King of Queens bin ich mir ziemlich sicher, dass ich mit dem Namen richtig liege. Und der Cousin von Doug, Danny, das ist in Wahrheit auch sein Bruder, also der Bruder von Kevin James. Nice. Ernsthaft? Deswegen Ja. tritt er auch in der neuen Sitcom auf, Kevin Can Wait. Wer braucht da Arbeit? Ja, achso, ich muss vielleicht noch erwähnen, wie viele Punkte. Und zwar hat es King of Queens bei euch auf Platz 20 geschafft mit 39 Punkten bei 7 Nennungen. Und ist damit von den Sitcoms her, ich versuche es mal eben zu überfliegen, aber ich glaube, die am höchsten bewertete Sitcom. Ich glaube, das ist auch so die Familien-Sitcom in Deutschland, oder? Gibt es irgendeine, die noch mehr Leute kennen oder noch beliebter ist? Nee, ich glaube nicht. Es ist auch, die Serie ist ja erst bei Kabel 1, dann bei RTL 2 und dann wieder bei Kabel 1 und jetzt wieder bei RTL 2 oder so gelaufen. Oder bei RTL Nitro oder so läuft die, glaube ich, jetzt in Dauerschleife. Auch, ja, vielleicht als Inhalt noch, worum geht's? Einfach um das Familienleben der Habe Heffernans. ich doch schon erzählt, Doug und Carrie Ja. und Arthur. Ja, mehr kann Ja, man da es auch geht halt um nicht den sagen. IPS-Fahrer Doug, seiner streitsüchtigen Frau und ihrem Vater, der bei denen im Keller wohnt und der einfach nur, ja, neben der Spur ist. Weiß ich nicht. Arthur ist ja halt auch irgendwie so ein doch relativ markanter Charakter. Ja, ohne den wird die Serie auf jeden Fall nicht so funktionieren, glaube ich. Das ist doch tatsächlich etwas, oder eine Figur, die mir bei Kevin Can Wait fehlt. Ja. Den alten Mann im Keller. Nee, aber ich habe auch wirklich mit dem, klar, Limoneneis, der Duck and Carry Song, Cats Up, es gibt so viele ikonische Szenen. Zenie, ach, wie war das denn noch? Boah, was Zenie, der auch. alte Zirkusaffe. Ja, genau. Wo Arthur irgendwie ein Wochenende so weg ist und dann sagt er, ich will, und dann springt er nackt auf dem Sofa mit einem Pizzastück in der Hand. Ja, das Ding ist halt einfach, ich glaube, jeder, der King of Queens auch schon mal gesehen hat, der hat auf jeden Fall eine Szene, die er feiert. Ja. Die hat einfach so viele gute Momente. Ich glaube, wenn wir die jetzt alle aufzählen, Ja, wir dann können ja. war es das mit Was? den Top 20. Was ist denn euer Lieblingsmoment? Das mit dem Pizzastück, wie ich eben Okay. gesagt habe. Meiner ist, glaube ich, auch eine meiner Lieblingsfolgen allgemein, wo ihr Bett kaputt geht und sie dann die zwei Betten zusammenschieben, die sie von Deacons Kindern bekommen haben und Doug dann in die Ritze reinfällt und Carrie so nach unten guckt und fragt, Duck, weinst du? Und man hört ihn nur ganz leise sagen, ein bisschen. Das ist so herrlich, das kann ich mir immer wieder angucken. Ich finde auch gut die Folge, wo sie doch mit Deacon und seiner Frau da irgendwie auf so einem Pärchenurlaub sind und dann in dem Zimmer nebeneinander und dann geht bei denen immer die Mucke los, wenn sie es treiben. Die geht da irgendwie gefühlt in jeder Szene wieder an. Ach stimmt, wo sie das ganz schlechte Zimmer haben. Ja. Und dann nur Probleme und irgendwelche Tiere sind doch auch in den. Ja, ich glaube Eine schon. Fledermaus, oder? Auch gut, Nee, wenn das Doug. war der Urlaub bei Ducks Ja, Eltern. stimmt, genau. Wo sie unbedingt im Hotel wohnen wollten. Während des Spring Breaks. Vielleicht auch nochmal eine andere Facette der Serie zu nennen. Es gibt zum Beispiel auch unglaublich gefühlvolle Momente, wo zum Beispiel Arthur auszieht, mit seinem Bruder zusammen in dem alten Haus zusammenlebt. Und Arthur halt von seinem Bruder immer noch wie der kleine Bruder behandelt wird und halt nachher wieder bei denen einziehen möchte und Doug total ausrastet und Arthur zum Beispiel sagt, dass er noch alles von ihm haben kann. Der kann auch gerne noch eine Niere haben, also total overtop, total ausrastet. Und dann sieht man halt im nächsten Moment, wie Arthur die Straße runtergeht, ne, und Doug einfach mal hinterherläuft und ihn zurückholt.
Das sind halt auch solche Momente, die diese Serie unglaublich gut auszeichnet. Weil halt, es gibt zwar sehr viele Sitcom-Momente, aber es gibt dann auch wieder dieses familiäre, dieses Tiefe. Zum Beispiel ja auch als Doug und Carrie schwanger werden und sie das Kind verlieren. Das sind halt auch solche Momente, die ich zum Beispiel finde, die bleiben in der Serie auch immer im Hinterkopf. Ja, das stimmt. Das macht die Serie schon gut. Und es passiert zwar nicht so oft, dass wirklich was emotional wird, aber wenn, dann hat man auf jeden Fall schon so eine Art Bindung zu den beiden oder zu den drei aufgebaut und kann das irgendwie mitfühlen. Und ich finde, die Serie hat einfach ein wunderschönes, grandioses, lustiges Ende. Ja, das tatsächlich finde ich, Sitcoms haben teilweise wirklich schwieriges Ende, Ja. aber die haben das wirklich super hinbekommen. Aber das Einzige, was ich wirklich bei King of Queens, was mich wirklich wahnsinnig macht, ist, dass Carrie zu Anfang eine Schwester hatte. Das macht mich jedes Mal wieder fertig. Ach, die einfach verschwindet dann. Die nicht nur verschwindet, die einfach nie existiert hat in den späteren Folgen. Stimmt, ja. Vielleicht ist die Schauspielerin zu teuer geworden. Keine Ahnung. Ich möchte noch anbringen, dass die deutsche Synchronisation, wie ich finde, von allen Charakteren richtig, richtig gut besetzt ist. Also allein auch Arthur, dem, also. Ich kann nur sagen, dass mir die Synchro sehr gut gefällt. Ich kenne aber leider vermutlich überhaupt gar keine Folge auf Englisch. Also ich kenne den Vergleich nicht. Lemon Ice Cream. Ja, okay, das hat man mal bei YouTube gesehen oder so, aber. Und auch hier muss man wieder anmerken, ein sehr, sehr gutes Intro. Oh ja. Ja. Das Oh kann, ja. glaube ich, auch jeder mitsummen. Ich finde schon allein die Szene, wo im Intro, wo er sich das Eis kauft und das fällt ihm dann gleich runter. Und sie drehen sich wieder um. Ja, mit dem Blick da von ihm und von ihr, es ist einfach super. Ja, das ist echt. Also, King of Queens, ich muss sagen, mittlerweile ist der Humor, der ist nicht so gut gealtert, finde ich. Das hatte ich, glaube ich, schon mal irgendwie in Bezug auf eine andere Serie erwähnt. Und ich habe mittlerweile, glaube ich, auch jede Folge 5 bis 10 Mal gesehen, so gefühlt. Von daher ist jetzt eher die Serie für mich jetzt abgeschlossen und ohne Fernseher. Beim Streamingdienst läuft die nicht. Ich wollte mir mal diesen Lieferwagen kaufen, also diese DVD-Lieferwagen-Edition mit dem IPS-Truck. Den gibt es aber leider, also ich bin mittlerweile echt auf dem Trip, nur noch Blu-rays zu kaufen, deswegen ist es erstmal nach hinten geschoben. Weil diese Pappschuber, die finde ich immer nicht so schön. So eine DVD-Box muss schon was Ordentliches sein. Muss ja was hermachen. Ja, eben. Also, ja. Und jetzt für DVDs noch 130 Euro zu bezahlen, das möchte ich nicht. Und die Blu-rays, ach ja, genau. Die Blu-rays kommen übrigens nicht in diesem Liefertruck, sondern als Pizzaschachtel, wo dann jede Staffel quasi eine andere Pizzasorte ist. Also die auf die CD sind quasi Pizzen Pizzen. aufgedruckt. Ja, kostet aber auch leider 100 Euro. Das finde ich. Es gibt doch kein besseres Gefühl, als eine warme Pizza auf dem Schoß, oder? Genau. Ich habe mich und das Auto mit Pizza vollgekleckert. Oh ja, auch King of Queens ist richtig schön. Freut mich echt, dass die Community das so weit oben als höchste Sitcom bewertet hat. Da wüsste ich, glaube ich, keine bessere Serie, die da hinpassen würde. Ich weiß gar nicht, was wie sonst noch. Modern Family könnte man als Sitcom bezeichnen. How I Met Your Mother. Also ich bin auf jeden Fall froh, dass King of Queens vor How I Met Your Mother ist. Ja, in jedem Fall. Und wie gesagt, da hat halt jeder seine eigenen persönlichen Präferenzen, Gedanken zu. Und ich kenne niemanden, der sagt, oh, die mag ich jetzt überhaupt nicht. Wie gesagt, auch jeden, den du fragst, der kann den Duck und Carrie Song. Ja, das stimmt. Ist auch eine der besten Folgen. Aber ich muss, die allerbeste Folge ist, finde ich, wenn allgemein bei Sitcoms immer, wenn so aus dem gewohnten Umfeld mal ausgebrochen wird und sie an diesem See sind, wo Doug sich dann im Wald verirrt Ja. und Oh man nur ja, der Szenen dünne sieht, Duck.
Wie er nur sich Kriegsbemalung macht, seine Klamotten zerreißt und durch den Wald rennt und. Und Carrie sitzt im Café und trinkt einen Kaffee. Genau, und irgendwann finden sie ihn und dann sagt Carrie irgendwie sowas nach dem Motto von wegen Duck, das waren 30 Minuten. Ich sag einfach nur, ah, geil. Das ist echt meine Lieblingsfolge so insgesamt. Ja, schön. Oh, ich habe jetzt Bock hier auf Künstler mal irgendwie nochmal zwei, drei Folgen zu gucken oder Kevin, so Highlight-Videos. Los. Ich kenne den Text nicht. My eyes are getting weary. My back is getting tight. I'm sitting here in traffic on Queens Brook Bridge. Bridge. Nicht Bitch. Night. And I don't care, because all I want to do is get my little higher on you. Veratu, Verata. Oh man, also mitsingen könnte ich es auch, aber komplett die Lyrics auswendig. Aber immerhin, ich glaube, das kann ich auch so weit, wie du gerade gemacht hast, Kevin, das könnte ich von keiner anderen Serie. Außer One Piece, das allererste Intro. Ich kann alle Intros. Angeber. Okay, vielleicht sollten wir dann jetzt, wo es schon wieder zu One Piece geht, einfach zur nächsten Serie übergehen. Da, die habe ich nicht gesehen, kann ich nicht zu sagen. Ich melde mich bei 18 wieder. Da kann ich umso mehr zu sagen. Bis dann, Kevin. Oh, das ist schön. Platz 19 hat mich ein bisschen überrascht, dass ihr das gewählt habt. Mit 8 Nennungen und 39 Punkten hat es nämlich auf dem Platz True Detective geschafft. Was hat dich daran überrascht? Ich weiß nicht, ich dachte eigentlich in Deutschland wäre das, oder allgemein der Community, habe ich noch nicht so viel dazu zu gelesen. Ich dachte eigentlich, das ist so ein bisschen unterm Radar, weil es ja auch keinen Streamer dafür gibt. Sky, glaube ich, oder so, Sky Online. Ich glaube schon. Dazu muss ich jetzt auch noch sagen, dass Kevin sich echt ein bisschen schämen müsste. Also, warum? Nicht, weil er es nicht. Nicht, weil du es einfach, weil du was Gutes verpasst hast. Ja, nur. Also, mal vielleicht mal grob zusammengefasst, worum es bei True Detective geht. True Detective ist jetzt nicht zu verwechseln mit Real Detectives von Netflix. Ach ja, genau. Das ist was ganz anderes. bei True Detective geht es, wird halt, ist ähnlich wie bei Fargo gestrickt. Es gibt für jede Staffel eine Handlung und auch einen neuen Cast. Bei der ersten Staffel, ich kenne leider auch nur die erste, soll aber auch besser sein als die zweite, wird halt ein Mordfall aufgewickelt und dazu werden dann halt vom, ich glaube, FBI oder sowas, werden zwei Polizisten verhört, die dann halt ihre Geschehnisse aus diesem Fall berichten. Und dazu gibt es dann halt die passenden Rückblenden. Und da sieht man halt immer so diesen Sprung von den alten, im Verhör sitzenden Leuten zu ihrem jüngeren Ich. Und da muss man einfach mal wirklich eine Lanze für Matthew McConaughey brechen. Also, wenn, und Woody Harrelson auch. Ja, natürlich. Woody Harrelson, da wäre ich jetzt auch gleich dazu gekommen, aber McConaughey ist halt einfach, der sich einfach in den letzten Jahren für mich ganz schön drastisch in diese Liebeskomödien reinmanövriert hat in Hollywood, der scheinbar irgendwie in gefühlt jeder Liebeskomödie mitgespielt hat und der irgendwie immer nur dieser lustige Trollo war. Und in der Serie ist er einfach so überragend. Also, das ist wirklich, ich habe die Serie nachher nur geguckt, um zu wissen, was mit seinem Charakter passiert. Weil man sieht ihn einfach nachher als total, ich will nicht sagen, der ist einfach wirklich runtergekommen. Er sieht doch, Alkoholproblem. Genau, er sitzt im Verhör und schnitzt aus einer Dose, ich glaube, das ist in der ersten Folge noch, wo er aus der Dose so ein Männchen schnitzt oder sowas. Er schneidet einfach den Deckel ab und baut da so ein kleines Dosenmännchen draus. Und du denkst einfach nur so, was ist mit dem Typen passiert? Weil wenn man ihn in der Vergangenheit sieht, ist er noch relativ mittelständisch. Also er ist halt einfach normal. Er wird gerade in die Stadt, oder er wurde gerade in die Stadt versetzt. Das ist der erste Mordfall mit seinem neuen Kollegen, der gespielt wird von Woody Harrelson, der halt aber auch schon in vielen Rollen
geglänzt hat, finde ich. Also der hat halt, der spielt einfach gut. Da kann man einfach nichts zu sagen. Und das ist halt auch bei der Serie so, dass man sehr gute Schauspieler hat. Na, das sind ja wirklich Hollywood-Stars, die diesmal in der Serie auftreten. War ja, glaube ich, bis dahin auch noch nicht so groß. Ja, es wird halt, wie gesagt, es wird halt einfach ein alter Mordfall und eine alte Ermittlung durchgesprochen, um zu gucken, was da passiert ist. Und ja, in der ersten Staffel ist es dann halt so, dass man da mehr und mehr hinterkommt, was mit den beiden Leuten passiert ist, weil man kriegt auch mit, dass sie nicht mehr zusammenarbeiten. Ist auf jeden Fall, finde ich, eine super geile Geschichte. Das Ende hat mir nicht ganz so gefallen, aber ich würde trotzdem sagen, dass es 2015 kam die raus und das war auf jeden Fall für mich die Sendung 2015. Die hat mich auf jeden Fall das Jahr über ganz schön mitgenommen. Ich kann dir eigentlich uneingeschränkt zustimmen. Also True Detective ist ganz, ganz, ganz großes Kino im Serienbereich. Und das ist für mich eigentlich so eine Serie, die übrigens 2014 war es, glaube ich, mit der ersten Staffel, nicht 2015. Dann war sie auf jeden Fall wirklich die Serie 2014. Ja, was wollte ich gerade sagen? Ach so, wie du schon gesagt hast, also gerade was die Schauspieler angeht, eine absolut grandiose Leistung. Die Serie ist kein Actionfeuerwerk. Die Serie hat keine schnell gepacete Handlung. Also, das ist schon alles relativ gemächlich. Aber sie lebt halt einfach von diesen absolut geilen Dialogen. Ich erinnere mich eigentlich, wenn ich an. Ich habe ja für die Top 20 Listen, haben wir ja auch noch so ein Video geplant, wo quasi User-Kommentare dabei sind. Und ich habe da so, wollte da so ein 40 bis 60 Sekunden Ausschnitt finden für jede Serie. Ich hatte eigentlich selten Probleme, aber bei True Detective hatte ich immer das Gefühl, wenn ich mir eine Szene angeschaut habe, da konnte man keinen Cut nach 40 Sekunden machen, weil diese Dialoge einfach so geil, so verschachtelt waren, dass es einfach da teilweise, ich erinnere mich an die Szene, wo sie bei dem Auto fahren und über Gott und den Tod diskutieren. Oh, Das die ist so stark. ist so geil, aber die geht halt auch einfach 5 Minuten oder 4 Minuten. Purer Dialog, nichts anderes. Und ja, wenn man da rangeht und vielleicht von Crime-Serien kommt, wie ja, mit Case of the Week Gedöns, auch hier so American, nee, nicht American Crime Story, sondern Navy CIS und CSI, dann hat man vielleicht ein bisschen Probleme, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Gerade für mich als jemand, der Crime halt überhaupt gar nicht mag, Ich bin auch in gerade ein der bisschen normalen überrascht, Form. dass du das so magst. True Detective. Ja, Es ist. also ich dachte eigentlich gerade, weil das sich tatsächlich dort nur eine Handlung über die ganze Staffel zieht oder sowas, dachte ich eigentlich eher so, der Crime-Hasser hier in der Runde sagt dann nee. Ja, eben, aber das ist halt. Eben True Detective macht es halt anders. Auch diese Zeitsprünge, oder die Szenen, wo sie bei diesem Prediger sind, der da irgendwelche, ich weiß nicht, wie man den Glauben nennt, will ich jetzt auch gar nichts zu sagen, aber das sind einfach so richtig schön tiefgründige Dialoge und schöne Dinge, die gezeigt werden. Und trotzdem ist es halt so. Also der Fall hat auch so ein bisschen mit Okkultismus und Ritualen zu tun. Das ist einfach ein mega geiler Kontrast und die Schauspieler transportieren einfach alles gut. Auch wenn es wirklich nur eine, ja, es ist eine Zwei-Mann-Show, oder? Also es gibt zwar Nebencharaktere, die öfter mal Ja, auftauchen, aber die aber interessiert eigentlich niemand. eben. Eigentlich geht es nur um Matthew McConaughey und Woody Harrelson. Ich vergesse den Namen immer von Matthew McConaughey, der hat irgend so einen ganz doofen Namen. Wie heißt er denn nochmal? Sein Charakter. Ah, Kann ich ich suche. mir nie merken. Ach genau, Rust Cole, also Rustin. Und Marty Hart. Super cool. Also, True Detective. Staffel 2 habe ich noch nicht gesehen, aber Staffel 1 habe ich auch hier auf Blu-ray stehen. Ja, Staffel 2 geht ja mit gleicher Besetzung weiter. Die haben ja dann sich gedacht, wenn zwei Stars schon so einen Erfolg haben, ich glaube, in der zweiten Staffel gibt es gleich drei
Hollywood-Stars, die sich gedacht hatten, wir wollen jetzt in diese Serie rein. Ich weiß aber jetzt auch gar nicht mehr, wer. glaube, Colin Farrell. Rachel Dann, McAdams genau. und Und der eine hier. Ach, ich weiß, meinst wen du du meinst hier, der von den Vince Vaughn? Hochzeitsplottern. Ja. Vincent Vaughn, ja, genau. Der ist aber auch in Staffel 1 dabei. Echt? Wo? Glaub schon. Nee. Du dachtest auch, dass Twin Peaks auf Rocket Beans lief. Nee, stimmt, der ist nicht dabei, sorry. Also ich habe mir die Serie eigentlich nur wegen Woody Harrelson angeguckt, weil ich finde den eigentlich ganz geil. Ich finde auch, er ist ein super Schauspieler. Und wenn der irgendwas mitmacht, gucke ich mir das eigentlich immer an. Und wie Max schon sagte, die Serie ist sehr gemächlich. Eigentlich gefällt mir sowas nicht, aber die war auch richtig geil. Vor allen Dingen auch die Landschaftsaufnahmen, die da gemacht wurden, fand ich mega gut. Der spielt ja hier in Arizona, ne? War das nicht so? Ja, ich Nee, das glaube schon. Arizona Titten. ist ja untypisch eigentlich für eine Serie oder für einen Film in so einem Gebiet zu spielen, wo viel mit Sümpfen ist und sowas. Ich fand's echt geil. Und die ist zwar jetzt nicht actiongeladen, aber es gibt trotzdem Szenen, die actionreich gefilmt sind. Zum Beispiel diese Autoszene, wenn ihr wisst, was ich meine, die so keinen Schnitt hat. Ne? Die Kamera dreht sich dann im Auto so die ganze Zeit rum und man sieht immer nur die Gesichter und so. Stimmt. Das war eine mega gute Szene. Und das Ende war irgendwie ein bisschen komisch, aber dafür hat die ganze Serie ganz gut gemacht. Die schauspielerische Leistung, wie ihr schon gesagt habt, ist absolut phänomenal. Ein würdiger Platz 19. Auf jeden Fall. Könnte auch noch locker weiter oben stehen, also. Aber ich glaube, wie gesagt, die Leute, die sie kennen, die schätzen sie. Und wer sie nicht kennt, ist halt leider auch noch eine relativ große Gruppe. Gut, unser nächster Platz, den kennen wahrscheinlich die meisten. Das ist nämlich auf Platz, oh, ich muss hier mal rechnen, 18. Ja, mit 41 Punkten und 9 Nennungen Dr. House, beziehungsweise Gregory House, beziehungsweise House MD. Weiß gar nicht, wie der deutsche Titel ist, Dr. House, oder? Dr. House, ja. Ja. Und der amerikanische House MD und der englische Gregory House oder so? Keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß, dass das MD für Medical Doctor steht. Ja, okay. Das. Oder nur House. Okay, laut Wikipedia heißt es nur House. Also zu der Serie muss man sagen, obwohl eigentlich jede Folge im Grundaufbau gleich ist, wird es immer spannend und die Figur Dr. House ist einfach perfekt dargestellt. Da hast du einen sehr fähigen Serienkenner zitiert, glaube ich. Einen sehr Das gut war aussehenden ganz und alleine, kompetenten. das waren ganz alleine meine Worte. Aha. Wer hat das denn gesagt? Ein unglaublich gut aussehender junger Mann. Das habe ich gesagt. Wann war das denn nochmal? Das Ich kann steht es. unter dem Dr. House Ach so. im Ranking. Deswegen dachte ich mir, das passt gerade so gut. Und Das bevor Kevin war, das als zitiert. du unsere Top 10 haben wolltest. Und dann habe ich halt zu jeder Serie was geschrieben. Und habe ich das dazu Ja. geschrieben, weil Dr. House auf Platz 2 meiner Top 10 Liste ist. Ja, dann kannst du ja erstmal erzählen, worum es geht. Also, obwohl eigentlich jede Folge perfekt gut wäre. Das Ja, ist also, nee, Lupus. es geht halt um den titelgebenden Arzt Dr. Gregory House, der im Princeton Plainsboro Hospital Leiter der für ihn eigens eingerichteten Diagnostikabteilung ist. Und dann gibt es eigentlich in jeder Folge einen neuen Fall, einen Case of the Week, den er mit seinem Team, manchmal auch alleine, bearbeitet. Und es fängt halt immer so an, dass diese Patienten da reinkommen. Oder nee, eigentlich fangen die Folgen damit an, dass man den Patienten sieht. Der wird dann krank oder kriegt da halt seinen Anfall oder was auch immer dann passiert. Dann kommt er ins Krankenhaus. Dr. House sagt, ja, das ist Krankheit X. Stellt sich raus, ist gar nicht. Dann sagt er, ist Krankheit Y. Das ist dann auch nicht. Dann sagt er, ist Krankheit Z. Das ist aber auch nicht. Und am Ende kommt er dann durch irgendeinen Zufall auf die richtige Lösung. Und das beschreibt, würde ich mal sagen, 90% aller Episoden. Es gibt dann natürlich noch
so Ausnahmen, die, was weiß ich, das Setting ändern. Also es gibt eine Folge, da ist eine Patientin an so einer Polarstation und die muss dann halt alle Tests an sich selbst durchführen und kriegt dann halt die Instruktionen über Skype. Und es gibt noch eine Folge, wo sie nur im Flugzeug sind. Und dann da bricht dann einer zusammen. Und ja, also es ist nicht mehr, es ist nicht der Aufbau der Serie, den ich so gut finde, es sind die Charaktere. Ganz voran natürlich House, der einfach ein zynistisches, sarkastisches Arschloch ist, aber der auch so unglaublich intelligent und klug und damit so bemerkenswert ist irgendwie. Also es gibt Arrogant. ja arrogant, aber ultra unterhaltsam. Es gibt da auf YouTube kann man sich die ganzen, also das Beste an allen Folgen sind die Ambulanzen, die Ambulanzdienste unten, wenn dann die ganzen Leute mit ihren kleinen Wehwehchen Oh reinkommen ja. und er ist halt super unterfordert mit denen und verarscht die dann halt teilweise nach Strich und Faden. Aber hatten die nicht mal eine Wette, wie viele Patienten er untersuchen kann, ohne sie anzufassen? Genau, dann mit Kadi, weil er macht diese Ambulanzstunden ja nicht gerne, aber dann macht sie halt so ein Spiel für ihn daraus, dass sie gibt ihm, glaube ich, jedes Mal $10, wenn er es schafft, eine Diagnose zu stellen, ohne jemanden anzufassen. Wenn er jemanden anfasst, muss er ihr $10 geben. Und dann fängt er so an, er arbeitet seine Leute ab, geht dann zu ihr, sie schulden mir $50. Und dann geht er ins nächste Zimmer und da sitzt dann eine richtig heiße Frau. Und dann kommt er wieder raus, ich schulde ihnen 10. Ich Und finde auch, also gerade diese Ambulanzsachen, da gibt es so einen richtig geilen Dialog, wo eine Frau mit ihrem kleinen Kind da ist und den sie, Babysärgen, ne? Das, oder? ja genau, das ist einfach grandios. Und die Frau sagt, ach ja, ich lasse mein Kind nicht impfen. Und er dann so, okay, ja, dann können Sie schon mal das Geld für einen Babysarg sparen, so nach Genau. dem Motto. Weil das Kind hat so einen Frosch dabei, so einen Stofffrosch. Und er sagt so, ach, ja, das ist ein schönes Grün. Wissen Sie, was sich noch gut verkauft? Feuerwehrrot. Das gibt es zum Beispiel auf Babysärgen und alles so ein Kram. Das finde ich so geil und das finde ich auch so als Message ganz gut. Ich finde, jedem Impfgegner sollte man einfach diesen Ausschnitt zeigen. Ja. Der ist eigentlich ganz, Es gibt ganz so schön. unglaublich lustige Momente da drin, die Gags, die ich immer noch im Kopf habe, die sind. Er sagt zum Beispiel einmal, wo er sich unterhält, er kriegt ja ab Staffel 4 oder so, hat er sein Team verloren und muss sich ein neues zusammenstellen. Und dann gibt es einmal eine Situation, wo sie dann halt diskutieren und dann sagt irgendwer was und dann sagt House, nein, das stimmt nicht, das ist der Grund, warum Arceus das Universum mit drei Aggregatzuständen erschaffen hat. Und Arceus ist halt fucking aus Pokémon. Und was Ach der stimmt, jetzt alles wo du so für sagst. Sachen da einwirft. Ja, also ich fand auch gerade ich glaube in der vierten Staffel ist es, wo das Team sein neues Team bildet, wo einfach mal irgendwie 30 Ärzte oder so zu einem Casting ruft. Ja. Ne, wo einfach wo die nicht mehr nachher Namen haben, sondern Nummern, Zahlen. ja. Ne, das ist so gut. Wo er dann halt, wie hieß der Inder denn noch? Ja, ich weiß, was du Den er meinst. nachher rausschmeißt, ich glaube Nummer 6, die sind raus und er kommt einfach nachher wieder als Nummer 9. Super gut. Noch was zu House. Die Figur House und sein Kollege Wilson. Wilson basieren übrigens auf Sherlock Holmes und Watson. Okay, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Na, also, Aber ganz lose, oder? ja, das ist natürlich. Es gibt, also, Dr. House ist halt eine Anlehnung an Sherlock Holmes. Es war auch früher, ich habe ein Buch hier über Dr. House, wo halt auch frühere Set-Ideen und sowas drin vorkommen. Und da war zum Beispiel auch mal geplant, dass House gar kein Doktor wird, sondern Klempner. Also es waren ganz frühe Entwürfe. Also das Grundkonzept stand, aber man wusste halt noch nicht, ob Dr. House Doktor wird. Oh, wir haben was vergessen. Jetzt, wo ihr eben Kevin von dir den User-Kommentar vorgelesen habt, wir wollten doch nochmal bei den 20er Plätzen immer noch den Kommentar vorlesen. Aber Daher reiche ich. theoretisch hat er ihn bei King of Queens Ja, vorgelesen. eben. Aber True Detective haben wir vergessen.
Da hat nämlich Bisashiki84 geschrieben: Spannend, düster, Matthew McConaughey und Woody Harrelson liefern eine unglaubliche schauspielerische Leistung ab. Gut, haben wir so gesagt, aber zur Vollständigkeit halber. Das habe ich übrigens nicht abgelesen, das kam diesmal tatsächlich von mir. Ach ja, wenn noch jemand so vielleicht jetzt aufruft, es gibt noch ein paar Dinge, wo Platzhalter drin stehen. Da fehlt mir irgendwie noch die Kreativität, so einen Einleitungstext zu schreiben. Also könnt ihr mir gerne was zuschicken. Ich möchte noch kurz meinen Lieblingsmoment aus allen Folgen von House schildern, den ich einfach so bezeichnend finde. Da sitzt, da liegt House selbst unterm MRT, also in dieser Röhre da. Und Wilson passt halt auf ihn auf oder überwacht halt diese Untersuchung und spricht zu ihm mit so: House, hier spricht Gott. Und dann sagt House irgendwie: ich kann gerade nicht. Vereinbare mal einen anderen Termin. Und dann sagt Wilson wieder: da kann ich nicht. Da will Cameron immer wissen, warum alles Böse in der Welt passiert. Und dann kommt Cuddy rein und House ruft: Schnell, Gott, vernichte die böse Hexe. Den finde ich so gut. Was man vielleicht auch noch für Leute, die tatsächlich noch nie Dr. House gesehen haben, erstmal schämt euch ein bisschen. Dr. House hat halt auch ein körperliches Leiden. Das, glaube ich, haben wir noch nicht gesagt, oder? Ah ja, stimmt. Ja, psychosomatisch, also. Ja, also erstmal tablettensüchtig, was übrigens Sherlock Holmes-mäßig. Ja, das stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Genau, und er hat halt, glaube ich, im Oberschenkel wurde ihm ein Stück vom Muskel rausgenommen, wenn ich das richtig. Ne? Und deswegen läuft er halt auf dem Krückstock und schluckt halt sehr viel Vicodin. Genau, und das hat ihn halt so zynisch und. Na, er war vorher auch schon zynisch. Werden lassen. Aber das hat es noch verstärkt. Ja. Glauben seine Kollegen. Die auch übrigens alle ihren eigenen Charme haben, finde ich. Gerade jetzt, wie du schon sagtest, beim Casting, was da für Leute dazukommen oder im Team, in der Auswahl sind. Ja, ich muss zugeben, ich habe nicht alle Folgen gesehen. Wirklich, weil es so Case. Dreimal jede. Nee, bei mir wirklich, weil es so Case of the Week mäßig war und ich es gerne an einem Stück runter gucken wollte, habe ich dann mal zwischendurch irgendwie 3-4 Folgen übersprungen. Ich hatte aber auch immer meinen Spaß mit der Serie, also. Das war für mich immer so die Prüfungsphasen-Serie. Wenn Prüfungsphase war, dann habe ich mir Dr. House angemacht. Und gerade wenn man abends noch ein bisschen runterkommen will, einfach Dr. House angemacht. Und ich bin immer eingeschlafen, irgendwie bei der dritten, vierten Folge oder so, weil man dann irgendwann weg. Ja, aber das ist halt so ein Ding, du hast trotzdem halt irgendwann jede Folge so oft gesehen. Ich liebe immer den Moment, wenn ich eine Folge anfange und die ganze Zeit am Rätseln bin, worum ging es in der Folge, worum ging es in der Folge. Ich versuche das eigentlich mal rauszukriegen, bevor der Patient erkrankt. Man hat so seine Hobbys. Also ich kannte die Serie noch gar nicht, oder ich kannte die schon vom Hören, aber ich habe die nicht gesehen. Das, was Kevin jetzt erzählt hat, war ich ganz interessant. Aber für mich gibt es nur eine Arztserie. Schwarzwaldklinik? Emergency Room? Grey's Anatomy? Nein. Die Ärzte? Kommt noch. Code Black? Kommt noch die Arztserie. Die Children Hospital? Doogie Howser, jawohl. Oh, Doogie Howser ist auch gut. Das muss ich auch nochmal gucken. Also kennt ihr das? Ja, das mit Neil Patrick Harris noch als Kind. Super geil. Ja, Kind, Jugendlicher. Ja. Also was ich jedem empfehlen kann, guckt euch auf YouTube die alle Zusammenschnitte mit den Ambulanzpatienten an. Ihr lacht euch schlapp. Ja. Das stimmt. Jetzt vielleicht vom Schlapplachen zu Platz 17, eine, die wenig lacht. Ich hatte gerade so eine gute Überleitung, aber naja, egal. Die ist jetzt, vielleicht vom Doktor zum Mister. Nee, ist jetzt zu spät. Irgendjemand hat eben gesagt, es ist total langweilig. Und da wollte ich sagen, und damit kommen wir zu Platz 17. Willst du zuerst vorlesen noch den Kommentar gleich dazu? Sagen, den Kommentar sollten wir lesen, bevor wir unsere Meinung äußern. Genau, ich glaube, wir sind nämlich alle nicht so die Riesenfans, oder? Das ja, egal. Nicht vorraten. Keine Folge gesehen. Oder? Wir besprechen nämlich jetzt Mr. Robot mit 41 Punkten und 10 Nennungen hat die Serie es auf Platz 17 geschafft. Und der gute Matze, aka Real Brainless Dude, schreibt: Ich liebe diese Serie. Noch nie hatte ich so viele Was-zum-Teufel-Momente wie in dieser Serie.
unglaublich guter Hauptdarsteller, welche die Rolle des Elliot perfekt verkörpert. Die Story nimmt immer wieder neue Bahnen ein und gerade wenn man denkt, man hätte den Überblick über alles gewonnen, dreht sich alles auf den Kopf und man versteht absolut gar nicht, was abgeht. So eine Serie kannte ich bis dahin noch nicht. Ja. Ich auch nicht. Lieber Weird Brainless Dude. Es tut mir leid, aber ich muss jetzt abhaten und abbranden. Ich finde die Serie nämlich leider zum Einschlafen gähnend, absolut langweilig und belanglos. Geht mir ähnlich. Also ich habe die erste Staffel, ich habe keine Ahnung, ob ich zu Ende bin, weil ich halt bei jeder Folge eingeschlafen bin, mindestens einmal. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich finde alle Charaktere doof. Mir ist absolut klar, wer, also ohne jetzt irgendwas, wer welche Rolle da verkörpert und oder ob jemand überhaupt eine Rolle verkörpert. Ich will jetzt nichts spoilern. Ja. Nein, also ich weiß nicht, wie geht's euch? Also ich finde dann, außer das Schauspiel, ist da ganz, ganz wenig, wo ich mir sage, das ist eine gute Serie. Also ich versuche ja eigentlich immer irgendwie so was Positives auch in der Serie zu sehen und zu sagen, hey, die haben jetzt zumindest das und das gemacht. Und ich weiß nicht, für mich kommt es einfach so vor, als hätten sie haben auf jeden Fall endlich mal Hacken dargestellt, als wäre es wirklich etwas am Computer und nicht irgendwie, ich hau zweimal auf meine Tastatur und ich habe was geschafft. Also da ist ja wirklich dieser Computerprozess mal realistisch dargestellt. Das muss man echt sagen, das haben die gut gemacht. Aber das ganze Storytelling finde ich bei der Serie wirklich, wie du auch schon sagtest, einfach grausam. Mich hat es auch an einem gewissen Punkt einfach nur noch sauer gemacht, wenn die Hauptfigur seine Kapuze macht, rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter. Hat das einen Bezug zu irgendwas? Der hat irgendwie, wenn er rausging, immer mit beiden Händen seine Kapuze aufgesetzt. Wer setzt so zur Hölle seine Kapuze auf? Ja, ich weiß. Ja. Das sind auch wirklich solche Punkte, die haben mich wirklich gestört. Also diese Serie, ich wollte sie mögen, weil sie auch wirklich von vielen mir empfohlen wurde und gesagt wurde, guck sie dir an, die ist so gut und boah, du glaubst gar nicht, was da alles passiert. Und weiß nicht, ab Folge 5 dachte ich mir, zieht hier überhaupt noch was? Also vielleicht habe ich sie auch falsch verstanden. Ich habe die erste Staffel auf jeden Fall zu Ende gesehen, aber ich habe nicht den Moment gehabt, wo ich mir dachte, wow, grandiose Serie. Oder gute Serie. Aber ich hatte die Punkte, wo ich mir dachte, das ist eine Serie. Punkt. Ist so. Ja, ich muss wirklich an der Community manchmal zweifeln. Ja, also ganz ehrlich, Luther ist besser. Ja, das stimmt. Ja, Geschmäcker sind ja verschieden, ne? Aber Luther ist besser. Ich habe Mr. Robot nicht gesehen, deswegen kann ich das nicht einschätzen. Aber glaub mir, Luther ist besser. Ja, Geschmäcker sind verschieden. Und nicht, dass Real Brainless Dude sich jetzt angegriffen fühlt oder so. Nein, ganz ehrlich. Nichts gegen dich persönlich, aber manchmal ist es halt so, dass vier Leute eine Serie scheiße finden. Obwohl ich mich da rausnehmen muss, weil ich habe keine Folge gesehen, aber ich will auch davon keine Folge sehen, weil mich das Thema schon überhaupt nicht anspricht. Auch dieser Titel, Our Democracy Has Been Hacked. So, oh mein Gott. Ist auch das euer Ernst? Wer hat sich das ausgedacht? Rausgehen, kotzen. Ja. Ich fand die Idee von der Serie ganz cool, weil ich auch zum Beispiel ein Riesenfreund von den Stieg Larsson-Romanen bin. Und da gibt es ja halt auch die Hackerin Lisbeth Salander. Und ich hatte eigentlich bei der Hauptfigur so in die Richtung gehofft. Ne? Aber das driftet irgendwie in eine komplett andere Richtung, wie ich es mir erhofft habe. Also es passt halt vorne und hinten nicht mit dem zusammen, was ich mir von so einer Serie wünsche. Ja, leider kann ich auch nicht so viel Gutes an der Serie finden. Aber sie scheint ja sehr beliebt zu sein. Ja, auf jeden Fall. Vor allem auch, ich habe ja auch in dem Einführungstext geschrieben, dass das, glaube ich, der beste Neustarter, den wir in der Liste haben. Also was 2015 angeht. Sonst. Also ist auf jeden Fall die neueste Serie in den Top 15, glaube ich. Dann ist das schon traurig. In den Top 20, so. Oder? Habe ich jetzt gerade was übersehen? Fargo ist ein Jahr älter, glaube ich. Ich meine auch. Ja. Ja, mir muss wirklich mal jemand den Reiz hinter der Serie erklären. Ich verstehe es nicht.
Naja, ist ja auch egal. Wir müssen ja nicht So alles habe ich mögen. wenigstens Zeit für andere Serien. Ja, das stimmt. Ja, oder ich war am Schlafen. Nämlich auf Platz 16 kommt der aktuelle Quoten-Hoch-Garant bei AMC bzw. im Cable allgemein, nämlich The Walking Dead, mit von euch gewählt 44 Punkten bei 9 Nennungen. Da haben wir noch den User-Kommentar von Libertine. Interessantes Setting, sehr gute Charakterentwicklung, teilweise sehr spannend und großartige Antagonisten. Ja, Ah, ja. da stimmt es wirklich. Also der User-Kommentar ist schon gut. Es ist teilweise sehr spannend, aber leider auch nur teilweise. Ich kann eigentlich genau da weitermachen, wo ich gerade bei Mr. Robert aufgehört habe und mich einfach beschweren. Es ist The Walking Dead. Da es rauskam, ich habe die erste Staffel, glaube ich, zwei oder dreimal sogar gesehen mittlerweile. Ich mag sie wirklich, aber desto weiter die Story sich entwickelt hat, desto weniger Anreiz hatte ich auf diese Serie. Also, ich fand in der ersten Staffel noch dieses Verlorene, was die Leute hatten. Ne, dieses Alleinsein, auch wenn sie in einer Gruppe sind, dass sie halt irgendwie nicht ganz zusammengehören, aber sich trotzdem irgendwie zusammenrudeln müssen, um zu überleben. War cool. Aber es hat sich irgendwie abgenutzt. Dann sind sie in der zweiten und dritten Staffel irgendwie nur zu sicheren Plätzen gereist, die dann im Endeffekt doch nicht sicher waren. Ich glaube, in der vierten Staffel habe ich dann irgendwann auch aufgehört, mir meine Zeit damit zu verschwenden, weil ich scheinbar nicht zur Zielgruppe der Serie gehöre. Ich muss auch sagen, wenn man sich mal an dem User-Kommentar orientiert, da ist aus meiner Sicht die Hälfte on point, also was die Charakterisierung der Serie angeht, und die andere Hälfte ist halt einfach für mich absolut Tabullshit irgendwie so. Also es ist ein interessantes Setting. Die Charakterentwicklung finde ich ganz grausig. Also ich weiß auch nicht, gerade wenn man mal Carol oder Rick betrachtet, Carol ist ganz schlimm. ja. Also die Charakter oder auch Karl, also ganz ehrlich, Karl muss langsam mal sterben. Der geht mir nur noch auf die Nerven, der Typ. Er ging mir am Anfang schon auf die Nerven. Es ist teilweise sehr spannend, das stimmt. Und was wirklich absolut wahr ist, ist für mich auf jeden Fall, dass die Antagonisten alle super gut sind. Ist echt, ich finde die alle richtig kacke. Findest Richtig, du? ja, ich finde die sind einfach von Anfang an böse. Es gibt da keinen Punkt, wo man sagen kann, ich könnte mit den Antagonisten sogar mitfühlen. Die sind einfach durch und durch böse. Da gibt es Na, also ich keinen. finde halt den Colonel fand ich eigentlich ganz gut beleuchtet. Governor. Der war ja Oder? einfach nur im Psycho. Ja. Ich sperre meine Zombie-Tochter da ein und sammle noch Köpfe im Nee. Aquarium. Nee, er hat halt versucht, da irgendwie ein Heilmittel zu finden oder sowas. Oder beziehungsweise er wollte seine Tochter irgendwie nicht gehen lassen. Weiß ich nicht. Also ich kann es schon. Ich fand das auch immer sehr schön mit den Erklärungen zu den Antagonisten und den Hintergrundgeschichten und Ja, aber neben dem Fakten. Governor hat man ja keinen großartig gehabt, sonst hast du ja nur die Ich zwei mochte Merle. Folgen. Ja, Merle, oh Gott. Das war ja auch kein Antagonist eigentlich. Nee, aber ich Ja. will jetzt auch keine aktuellen. Also bei Walking Dead sollten wir, glaube ich, wirklich auf Spoiler verzichten, allzu Ja, auf jeden groß. Fall. Ich kann auch nicht mehr spoilern. Also ich bin, wie gesagt, ich bin in der vierten Staffel ausgestiegen. Ja, ich bin jetzt Anfang siebte, zweite Folge siebte, glaube ich. Und da ist auch wieder ein hervorragender Gegenspieler, der auch mal schön kompromisslos ist. Also um mal ein bisschen was Positives auch zu sagen. Also ich fand die Serie von Anfang an ziemlich gut. Und auch Staffel bis jetzt zur siebten Staffel fand ich die ziemlich gut. Jetzt fängt es an, für mich Abnutzungserscheinungen zu haben. Also die Folgen sind in der siebten Staffel, finde ich die nicht so gut. Die sind langgezogen, es sind einfach nur Filler-Folgen. Die vom Folge 1 wird ein Cliffhanger aufgelöst und Folge 7, 8 wird ein neuer Cliffhanger aufgebaut, so ungefähr. Das muss jetzt nicht heißen, dass es stimmt. Ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern, was dann jetzt zum Halb-Season passiert ist. Und das wird dann wahrscheinlich auch wieder, dann kommt die nächste Hälfte der siebten Staffel, dann wird der Cliffhanger, keine Ahnung, ob es den gab, ne? Dann aufgelöst, dann wird wieder Filler-Folgen gemacht, dann gibt es den nächsten Cliffhanger für die nächste Staffel. Das ist ein bisschen schade, weil Walking Dead echt mal richtig gut war. Und auch wenn es viele da draußen gibt, die zweite Staffel nicht so gut fanden, wegen der scheiß Farm, ich fand die eigentlich ganz unterhaltsam, die zweite Ich Staffel. auch. Ich mag auch
Habe auch Herschel sehr gern gehabt. Ja, ich auch. Und auch hatten wir ja, glaube ich, schon mal in anderem Zusammenhang, als wir über die AOOA gesprochen haben. Und auch dritte, vierte Staffel fand ich richtig gut. Und der Governor hat mir auch gefallen. Das klang jetzt irgendwie ein bisschen zu negativ. Der hat mir auch gefallen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er ein großartiger Antagonist ist. Das find ich übertrieben. Und fünfte Staffel, da ging es dann... Naja, besser als der Antagonist aus Goliath. Ja, auf jeden Fall. Goliath? Ja. Der Hundeklecker. Hundeklecker. Das stimmt. Die haben auch keinen guten Antagonisten. Hör mir auf damit. Über den könnte ich auch eine Stunde mich aufregen. Mindestens. Na, das wollen wir ja nicht. Nein, wir wollen Kevin, nicht hast du irgendwie aufregen. Walking Dead gesehen? Ich kam nie über Folge 5 der ersten Staffel hinaus. Es hat mich, hat doch wie nur ich so schön sage, nicht angefickt. Ja, ich denke, The Walking Dead, ich glaube, da hat jeder, der sich auch ansatzweise als Serienfan bezeichnet, glaube ich, mal reingeschaut. Oder? Also, ja, das... ich denke auch, also man sollte auf jeden Fall mal reingucken. Es ist, wie gesagt, das Setting ist halt wirklich interessant. Ja, vom Hype her würde ich die Serie, glaube ich, so wirklich mit Game of Thrones und Breaking Bad so auf ein Level stellen, was so die letzten Jahre abgelaufen ist. Wird ja auch dementsprechend schon versoftet von Telltale. Das ja. ist ziemlich gut. Ja. Ich bin ja auch ganz ehrlich gespannt, auch wenn mich The Walking Dead nicht mehr wirklich interessiert, ich möchte gerne das Ende der Serie wissen. Also das ist so ein Punkt, wo ich mich wirklich frage, wie wollen sie das vernünftig zum Ende bringen? Wir sehen vielleicht uns dann in Staffel 23 wieder, ne? Ich glaube, nach 10 soll es enden oder so. Hat der. Das glaube ich nicht, bei den Einschaltquoten. Ja, die fangen aber langsam an, jetzt auch zurückzugehen. Die sind immer noch hervorragend, gerade für den Cable. Ist ja auch von AMC. Mhm. Also wirklich hervorragend. Ich glaube, dass die Season Premiere hatte so irgendwie 18 Millionen oder so. Und die normale Premiere-Raten von AMC sind bei 2 Millionen oder so. Also die lässt sich ordentlich verkaufen, die Serie, glaube ich. Sind das eigentlich alles nur Verfilmungen der Comics? Also gibt es diese Nein. ganzen ja. Was denn jetzt? Nein. Also das Computerspiel ist nicht nach dem Comic, aber die Serie ist nach dem Comic. Aber es gibt dann immer wieder Unterschiede. Ich wollte gerade sagen, auch hier, bei Game of Thrones. Es gibt riesige Unterschiede. Ich wollte gerade sagen, zum Beispiel hier der Charakter Daryl ist ja, glaube ich, in den Comics. Oder in den gibt es gar nicht. Ich wollte gerade sagen, der wurde extra ja, für aber diese wenn man Figur jetzt die Haupthandlung von Rick so nimmt, ist das schon. Das stimmt, okay. Niemand interessiert sich für Rick. Aber ob jemand stirbt... Oh, Rick ist nicht einer der Besten. Du musst ruhig sein, du bist nach der vierten Staffel ausgestiegen. Ich wollte gerade fragen, gucken wir dieselbe Serie? Ich mochte Rick in der ersten Staffel sehr. Ich fand diese Szenen in der Atlanta, glaube ich, ist das in der Stadt, ne? Ja. Die finde ich so grandios. Ich fand das so geil. Und dann war es auf einmal vorbei da. Und dann sind die irgendwie nur durch die Gegend getingelt und haben Autos leer gemacht, um weiterfahren zu können. Ja, die zweite Staffel wird ja von vielen kritisiert, aber ich finde sie immer noch gut. Vor allen Dingen... Also ich muss sagen, ich finde die Szenen auch der Farm finde ich cool. Fand ja, ich auch. Geile Idee. Und auch der kleine Twist dann, den man... Naja, ich will nicht zu viel verraten. Meinst du Scheune? Ja. Ist ganz nett. Also das hat mich echt überrascht. Ja, mich auch. Ja, was ich bei der Serie wirklich mag, ist, dass es ähnlich wie bei Game of Thrones einfach jeden treffen kann. Das stimmt, das ist geil. Also das finde ich halt wirklich gut, dass du wirklich nicht immer so bei deinem, von wegen nur als Hauptfigur, ihr wird das eh überleben. Aber genau, das hat sich jetzt auch geändert, weil es ist echt krass, wie viel nicht vorhandene Charaktere sterben, also einfach nur solche, die durchs Bild rennen und sterben und von den Hauptcharakteren wird eigentlich keiner angegriffen, so. Also seit Staffel 4 gab es da nicht mehr so viele... Ja, ach, keine Ahnung. Es ist auf alle Fälle, manchmal wird es auch übertrieben von... Ich will jetzt irgendwie nicht spoilern. Weil manche Charaktere, da wird dann so eine Armee Zombies auf die gelassen und trotzdem überleben die irgendwie. Und das ist dann schon wieder so ein bisschen, ach, ernsthaft... Ja, also ich gucke mir jetzt gerade den Banner, das Banner an für die
von der Serie, die wir da auch in der Liste haben. Ich vermisse schon einige Charaktere. Also. War so eine Frage für mich, die Dame, die zweite von rechts. Ist die immer noch dabei? Das ist Carol. Die ist immer noch dabei? Ich könnte es mir auch per Nachricht schicken, falls mich interessiert das tatsächlich gerade persönlich, weil ich sie in der ersten Staffel schon dachte, okay, die ist in zwei Folgen tot. Kommt erstmal eine Nachricht. Ja, ich habe gerade mal geschrieben. Ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Egal, lass uns da dann später drüber sprechen. Okay, wir diskutieren ein anderes Mal. Ja. Wie weit wollen wir denn jetzt noch machen? Zeitlich, wie sieht's bei euch aus? Oh, wir könnten ja noch den Platz 15 machen. Dann vielleicht mal eine Pause und dann wird schon nicht, ob ihr noch weitermachen wollt. Also wie gesagt, der berühmt-berüchtigte Platz 12, der kann sehr... Ja, das wird lang. Werden. Also vor Platz 12 habe ich tatsächlich auch am meisten Angst. Ja, dann lass uns Platz 15 jetzt noch machen und dann eine Pause. Und dann mal schauen. Okay? Okay. Okay. Ja, auf Platz 15 hat es eine sehr coole Serie geschafft, im Gegensatz zu den letzten beiden, die ich ja nicht so riesig hype. Und zwar Lost mit 47 Punkten und 8 Nennungen. Und dazu hat uns der User DocControl oder DoControl geschrieben. Lost hat für mich als erste, auf die Serien. Moment, ich bin zu doof zu lesen. Lost hat mich als erste auf die Serien mit einer vorlaufenden Story gebracht. War mir am Anfang noch zuwider aufgrund der allumfassenden Werbung auf Pro7 damals, hat mich aber dann doch gepackt und bis zum Ende nicht mehr losgelassen. Die haben wir alle gesehen, oder? Lost. Absolut geile Serie. Hab leider nach 4 Folgen aufgehört. Ach du, du kannst dich jetzt mal schämen, also jetzt mal wirklich. Pass auf, ich kann mich noch mehr schämen, ich habe nicht mal angefangen. Oh, Leute! Selbst wenn ich mir denke, oh Gott, jetzt wird es peinlich für mich, kommt Kevin und haut mich raus. Oh Mann. Immer einen draufsetzen. Ey, Lost hat so geile Charaktere, ne? Also so geile Charaktere habe ich noch nie in einer Fernsehserie gesehen. Nicht in Game of Thrones, nicht in, keine Ahnung, was hat man gerade, Walking Dead. In Lost sind die geilsten Charaktere aller Zeiten. Ich feiere Lost auch ziemlich hart. Scheiße, also, aufs Ende. Die ganze Reise dahin ist ja absolut genial und geil. Ich weiß auch gar, ich bin auch von Lost absolut angetan. Also ich habe die auch schon jetzt mehrmals geguckt. Das Ende ist sehr, sehr kontrovers, aber das ist scheißegal, ja. Weil die Serie einfach so spannend, also das verbindet einfach richtig geil coole Charaktere mit Mystery, mit Survival so ein Stück. Entschuldige, wenn ich dich nochmal unterbreche, ne? Aber von großartigen Antagonisten. Hier gibt es großartige Antagonisten, ne? Das stimmt. Da muss ich dir recht geben. Es ist zwar, also man könnte kritisieren, dass es immer wieder von Cliffhanger zu Cliffhanger zu Cliffhanger zu Cliffhanger jede Folge ist. Und am Ende wird es nicht aufgelöst, bla bla. Ja, okay. Ja. Aber vieles wird ja aufgelöst, ja? Es ist ja nicht, dass irgendwie alles nicht aufgelöst wird. Und vieles wird auch kacke aufgelöst. Und ist aber echt total egal, weil die Charaktere einfach fantastisch sind. Fantastisch geschrieben, die haben fantastische Hintergrundgeschichten, die miteinander dann übereinstimmen so ein bisschen. Und es gibt dann auch so Punkte in der Serie, wie hat der einer hier vor uns geschrieben, bei Mr. Robot hatte der so was zum Teufel Momente, die hatte ich bei Lost. Ja, die hatte ich auch regelmäßig. Vor allen Dingen, ich will nichts spoilern, aber ab Staffel 3 gibt es dann doch so einen Turn, ne? Wenn du weißt, was ich meine so. Ja, ja. Das war bei mir der Moment, wo ich mir dachte, what the fuck ist hier los? Das kann nicht wahr sein. Boah, ist das geil. Ja. Also die Serie ist so mega geil. Ich dachte am Anfang, das Krasse, was Lost auch geschafft hat, ist, finde ich,
Na klar, das ist eine, ich nenne sie einfach mal Zauberinsel, quasi. Und ich dachte so am Anfang, okay, das Setting ist cool, dieses Flugzeugwrack und jetzt haben sie noch Höhlen entdeckt, wie geil ist das denn? Und dann entpuppt sich diese Insel einfach als, also am Anfang dachte ich so, ja, ist halt so eine Insel, kann man halt so an einem Tag mal rüberlaufen, aber wie viel auf diese, was es alles auf dieser Insel gibt und dann gibt es, ach, noch so, dann ist da ein Schiff gestrandet. Mehr will ich jetzt nicht sagen. Was einfach total geil auch aussieht und cool sich in die Umgebung einfügt und eine spannende Story wieder liefert. Oder ist, was alles auf dieser Insel entdeckt wird, was die alles zu bieten hat, ist einfach unglaublich spannend und toll gemacht. Und auch die Zerwürfnisse innerhalb der Gruppe. Also klar, so, es wird am Anfang ja schon festgemacht, dass Sawyer und Jack so in gewisser Art die beiden Gegenspieler sind in der Gruppe. Aber wie oft sich das dann durch verschiedene Ereignisse wieder umwirft und wer dann auf einmal auf welcher Seite steht und keine Ahnung, ich finde Lost einfach geil. Ja, ich auch. Ich gucke auch gerne mal immer wieder mal so eine Folge einfach so und denke mir dann, ach ja, das war ja, oh ey, das war ja so spannend. Und dann vergisst man ja auch manchmal viel, ne? Und dann muss man dann erstmal weiter gucken, bis man wieder die Auflösung hat. Und dann ist man dann 3 Staffeln weiter und denkt sich, ach, jetzt kann ich auch noch die letzten 3 Staffeln gucken. Ja, das stimmt. Also Ich Lost ist echt hatte super. meiner Mutter die mal auf Blu-ray gekauft, die normal Lindenstraße und sonstiges guckt. Die hat sie auch an einem Stück durchgeguckt. Komisch, meine Mutter auch, die guckt auch nur so eine Rotze eigentlich und Ja. Lost gibt es ja bei Netflix. Und da habe ich ja das mal gesagt, weil die auch Netflix hat. Und ich habe da so gesagt, Amazon guck dir oder mal was? Lost. Was? Nee, Amazon. Netflix. Netflix. Echt? Ja. Okay. Ja. Und da habe ich ja gesagt, guck dir das mal an, das ist nämlich echt geil und die hat es auch durchgesuchtet. Obwohl die sonst auch nur so Kacksendungen guckt, die nachmittags kommen ja so Rentnersendungen, sag ich mal. Ja, bei mir auch Lindenstraße und hier guckt sie noch alles zählt, alles was zählt, Ja, keine genau. Und Ahnung. dann zum Schluss, wo sie durchgeguckt hat, hat sie gesagt, gibt es denn noch so eine Serie, die so cool ist? Ja, Und dann ich habe dann sagte, gesagt, schwierig. naja, nicht so wirklich, aber du kannst mal Game of Thrones angucken. Und die halt Und? fand sie dann auch gut. Okay, das ist cool. Bei mir ist Lost übrigens auf Platz 5 meiner Alltime-Lieblingsserien. Kann ich mal kurz gucken? Bei mir ist Lost auf Platz 8. Okay. Ja. Ich dachte, die hätte jeder gesehen, Ja, dachte ich Mann. auch. Da kanntet ihr mich noch nicht. Also, da muss ich mir gleich mal notieren für die nächste Serienquartett-Folge, ne? Kevin muss Lost gucken. Also ich muss nur sagen, ich fand Lost eigentlich auch immer recht spannend. Was mich halt immer genervt hat, ist halt genau, Lost baut halt auf Cliffhanger auf. Und ich habe, beziehungsweise ich fand es im Fernsehen einfach mal grausam, wenn du eine Serie hast, die auf einem Cliffhanger endet, dann musst du eine Woche auf Ja, die gut. Auflösung warten. Und ich finde einfach auch die Werbepolitik von ProSieben teilweise so grausam. Beziehungsweise allgemein diese Werbungspolitik von wegen den letzten 5 Minuten oder vor den letzten 5 Minuten noch eben schnell einen Werbeblock reinhauen. Ja, das ist schon kacke. Und mich hat die Serie einfach damals verloren, weil ich einfach keinen Bock hatte, jedes Mal auf so einen Kram zu warten. Und jetzt, wo ich, okay, sie ist jetzt mittlerweile auf Streaming-Plattformen zur Verfügung. Aber ich komme einfach nicht dazu, sie zu gucken. Also ich Oh, habe ich die auch würde so nicht im gern Fernsehen. spoilern. Also ich will eine Szene sagen, aber... Mach Oh. mal eine Andeutung, damit ich weiß so ungefähr, was du gerade sagen willst. Ein Tier, was eigentlich nichts auf der Insel zu suchen hat. Ah, ja, okay. Das ist so geil. Und 3 Staffeln später, so ganz beiläufig. Ach ja, ach so ist das passiert. Oder, ach klar, das macht ja irgendwie Sinn, weil es ist halt die Insel. Und total cool einfach. Eine meiner absoluten Lieblingsszenen auch in der ersten Staffel. Ja, Lost ist schon geil. Ja. Deswegen wollte ich jetzt noch unbedingt vor der Pause darüber reden, weil ach, das ist einfach eine der besten Serien mit, ey. Ja, absolute Zustimmung. Wie Also jetzt, gesagt, wo wir hier Platz drüber 5. reden, hätte ich die, glaube ich, in meiner Liste auch noch ein bisschen weiter höher getan. Wir können ja vielleicht am Ende mal noch, wenn wir noch Zeit haben, beziehungsweise Lust, unsere Ja, Top kurz so 10 Listen. durchrattern, einfach nur sagen, was wir Ja. so haben, ohne jetzt großartig zu beschreiben. Aber das würde mich auch interessieren, was ihr so auf euren Top 10s habt. Weil ich Luther. habe.
Lufa? Ja, können wir ja gleich mal machen. Wen hast du bestochen, dass die Folge, dass die Serie noch mit reinkommt in die Top 50? Ich habe mir einfach zwei Zusatzaccounts gemacht. Ach so. Kann man machen. Boja so. Und Bajo? Nein. Mayo und Rayo. Ah. Okay. Und es ist traurig, dass Max nicht drauf gekommen ist. Mist. Naja, vielleicht jemand anders. Du hättest einfach an drei verschiedene Leute schicken müssen, dann wäre es nie aufgefallen. Naja, wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause und machen dann gleich mit Platz 14 weiter. Wir sind aus der Pause zurück. Wir haben uns alle etwas gestärkt nach dieser Marathon-Aufzeichnung. Und sind bei Platz 14 angekommen. Und zwar hat es auf Platz 14 geschafft, Friends, mit 48 Punkten und 6 Nennungen. Was ich ziemlich beeindruckend finde, dass nur so wenig Leute die Serie genannt haben, aber die alle so hoch angesiedelt haben. Also einer davon bin ich. Also ich liebe Friends auch, aber bei mir hat es leider, ist sie glaube ich auf der 13 oder auf der 14, hat es leider nicht in die Top 10 geschafft. Wir haben da auch wieder einen User-Kommentar von Vincent Vega. Er hat geschrieben, von Staffel 1 bis 10 einfach jede einzelne Folge gut. Es gibt keinen Qualitätsabfall wie bei vielen anderen Serien mit steigender Staffelanzahl. Außerdem sind die 6 Hauptcharaktere sympathisch und ich kann mich nie entscheiden, wer mein Favorit ist. Team Ross übrigens. Ich wollte gerade sagen, lass uns doch nochmal anknüpfen. Wer ist euer Favorite? Ross. Ja, Ross, würde ich jetzt auch sagen. Ja. Joey ist cool, aber. Das Problem bei mir ist, ich kann mich genau wie bei King of Queens nicht mehr an so einzelne Szenen erinnern. Wie könnt ihr alle Team Ross sein? Was ist mit Chandler? Ach, Chandler. Chandler fand ich immer, also ich fand alle Charaktere geil, aber ihn fand ich immer ein bisschen langweilig, so eintönig. Ich habe wohl ein anderes Friends geguckt. Ist einfach ein geiles Zusammenspiel. Ja, das ist auf jeden Fall dieser bunte Mix von den 6 Charakteren, die macht die Serie einfach unglaublich stark. Ja, wir hatten es ja schon mal, als wir über How I Met Your Mother gesprochen haben, kurz angesprochen. Friends ist einfach das bessere How I Met Your Mother, Punkt. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Das Schöne ist ja auch eigentlich, dass dass sehr viele Sitcoms werden. Also es gibt halt immer diese Parallele zu Friends. Man sagt halt, die Serie hat das und das, das ist wie bei Friends. Ne, bei How I Met Your Mother ist zum Beispiel unglaublich stark, weil halt das Ganze drumherum sich sehr an Friends erinnert. Aber du kannst halt immer Parallelen zu Friends ziehen. Es gibt auch ganz viele Internet-Einträge, die halt einfach Parallelen von einer Sitcom zu Friends ziehen. Und die haben halt immer wahre Sachen dran. Also ich finde halt, Friends ist einfach so ein Qualitätsmerkmal in Serie, also in Serienform. Man hat halt damit etwas richtig Gutes geschaffen. Ja. Friends ist auch für mich so, dass das, was Sopranos bei Dramaserien ist, ist Friends für mich bei Sitcoms und Comedy der Maßstab, an dem sich alle messen müssen, finde ich jedenfalls. Ich meine, zu Friends kann man unendlich viel sagen, aber eigentlich will ich nur sagen, geil, jeder... der Kommentar von Vincent Vega ist auch echt gut, also es gibt 10 Staffeln und es gibt keine Storyline, wo ich mir denke, oh, es wird jetzt aber langweilig. Wie es halt wie es schon bei How I Met Your Mother besprochen haben. Dass einfach, irgendwann denkst du dir, das schon wieder oder muss das jetzt sein? Ja, das stimmt. Die haben halt wirklich es geschafft, unglaublich viel Story in diese 10 Staffeln zu bringen. Und ich war jetzt so gerade verwirrt, ich musste echt einmal kurz nachgucken, ob es wirklich 10 Staffeln sind. Ich würde sagen, es gibt von Friends 8 Staffeln, also mir kommt es gar nicht so viel vor. Nee, aber, da habe ich gegen das Mikro geschlagen. Friends, Das Ding ist halt, was will man zu Friends noch sagen, oder? Ja, eben, ich glaube, kennt jeder, oder? Außer wenn Kevin gesagt hat, habe ich noch nie gesehen. Doch, ich habe nicht alles gesehen, aber ein paar Folgen. Alles habe ich auch nicht gesehen. Kennt ihr hier James Corden? Das ist so ein Late Night. Late Late
Show. Genau, und da gibt es die Kategorie Drop the Mic, wo er mit seinen Gästen Rap-Battles gegeneinander macht. Und es gibt eine Folge, wo er das mit David Schwimmer macht und dann halt auch die ganzen Friends Jokes raushaut. Ey, da habe ich mich Schrott gelacht dabei. Also, super, müsst ihr euch mal geben. Ich schicke euch mal den Link jetzt noch. Ja, für nachher zum Einschlafen, glaube ich, echt gut. Ich habe es irgendwann, glaube ich, auch mal gesehen. Ich bin jetzt aber allerdings nicht der größte James Corden-Fan. Mir geht das aus allem ein Song machen von ihm so ein bisschen auf die Nerven. Ja gut, also ich kenne nur diese Drop-the-Mic-Dinger und die sind halt ganz, die sind richtig gut. Ja, ich habe am Anfang diese ersten Carpool-Karaokes mal von dem geguckt. Ja, aber irgendwann war es mir dann ein bisschen viel. Ja, Friends, geile Serie. Für mich der Maßstab, was Sitcoms angeht, absolute Guck-Empfehlung. Netflix, jetzt verfügbar seit einem Monat oder zwei. Ist schon geil. Wo wir gerade über Netflix sprechen, kommen wir zu Platz 13. House of Cards. Mit 53 Punkten bei 10 Nennungen hat die Serie auch bei euch in die Liste geschafft. Mittlerweile, wie viele Staffeln gibt es? 4 oder 5? Ich bringe es immer durcheinander. Ich glaube, es gibt 4 und die 5. kommt jetzt gerade. Irgendwann. Okay, ja. In Deutschland, ach egal. Ich sag erstmal, Kaseko Roshi hat geschrieben, die Serie hat mir einen völlig neuen Blick auf Politik ermöglicht. Wahnsinn. Ja, würde ich ihr soweit zustimmen. Ja. Ich habe sie nicht gesehen. Er macht den Kevin. Ja, House of Cards, worum geht's? Um die politischen Irrungen und Wirrungen in Washington. Und ein Ehepaar, was quasi über Leichen geht, um ihre Ziele zu erreichen. Mit einem grandiosen Kevin Spacey in der Hauptrolle. Ja, und einer grandiosen Robin Wright in der weiblichen Hauptrolle. Ja. Ja, House of Cards. Vielleicht mal, die erste Staffel ist absolut genial. Und was Netflix da abgeliefert hat, das ist die erste Netflix-Serie, oder? Wenn man Lilyhammer mal ausklammert, was ja eine Co-Produktion war. Ich meine, das ist das Erste, was sie gemacht haben, ist ja auch zum Beispiel in Deutschland immer noch bei Sky in der Erstausstrahlung. Ja, genau, das ist nämlich vielleicht als kleiner Trivia, die haben quasi die Rechte für die Serie verkauft, bevor es Netflix in Deutschland gab und haben jetzt dementsprechend nicht mehr die Exklusivrechte für ihre eigene Serie in Deutschland, deswegen findet die Ausstrahlung erst ein paar Monate nach Sky-Ausstrahlung statt. Ist auch ein bisschen doof, aber naja. Ich glaube, die fünfte Staffel müsste dann aber wieder in Deutschland auch exklusiv sein. Ja, vielleicht noch zum. Also die erste Staffel ist absolut genial, die zweite ist gut. Mit der dritten habe ich persönlich ein bisschen Probleme. Die vierte fängt auch nicht besonders interessant an, aber endet für mich auf jeden Fall mit einem Riesenknall am Ende. Also ich bin weiterhin echt absolut begeistert von der Serie. Schau die jedes Mal so schnell es geht, wenn die 10 Folgen verfügbar sind. Oder 13 Folgen. 13? 12? Also um den Dreh irgendwas. Nicht nur die Schauspieler sind absolut genial, sondern auch dieses politische, ja, dieses alles, was da passiert. Alle Dialoge, alle Konflikte, alle Skandale und in der amerikanischen Politik, gerade mit Trump jetzt an der Spitze, gibt es mit Sicherheit einige Zerwürfnisse, ich weiß es nicht. Aber was House of Cards zeigt, ist natürlich vollkommen überzogen, aber es ist trotzdem absolut geil. Eine Serie, die mir wirklich regelmäßig, vor allem das Ende der vierten Staffel, ich hatte, glaube ich, eine Stunde lang Gänsehaut danach. Was ich an der Serie immer wieder schön finde oder genial finde, sind diese Momente, wo halt diese Metaebene durchbrochen wird und Kevin Spacey einen sozusagen Teil von seinem Plan verrät,
beziehungsweise einem so Lebensweisheiten von ihm mitgibt. Finde ich einfach immer so richtig grandios. Die passen einfach immer so on the top und die machen diesen Charakter einfach so unglaublich böse. Man hat so ein bisschen Ehrfurcht, finde ich, immer vor ihm. Und das passt auch einfach super zu Kevin Spacey selber. Ne? Einfach grandios. Also, was man noch dazu sagen kann, es gab schon mal eine House of Cards-Serie. Stimmt, UK, oder? Genau, UK, wo halt es ums britische Parlament ging, glaube ich. Ich finde aber auch allein den Titel, der ist absolut geil. Also, ich finde es ein bisschen schade, dass keiner einen Kartenhauswitz gemacht hat. Ja, aber eigentlich beschreibt die Serie ziemlich gut ein Kartenhaus, finde ich. Es werden immer neue Etagen draufgebaut, immer, immer weiter. Und eigentlich muss es irgendwann einstürzen. Und auf diesen Moment wartest du einfach nur. Naja, man muss aber dazu sehen, dazu sagen, wie du schon sagtest, die erste Staffel ist unglaublich stark. Er baut halt auch ein gutes Fundament auf, ne? Das stimmt, okay. Aber immer so kurz, bevor es einzustürzen droht. Das ist so geil, wie sie einfach dann durch Intrigen und durch Verknüpfungen es halt immer wieder schaffen, so im allerletzten Moment, oh Mann, ich würde jetzt gerne das Ende der vierten Staffel spoilern. Das ist so geil. Du denkst dir, nein, jetzt fällt es wirklich zusammen. Und dann schlagen die einfach allen im wahrsten Sinne des Wortes ins Gesicht. Einfach weil ich habe die Serie zwar nicht gesehen, aber ich weiß, von welchen Knall du redest. Das ist einfach nur geil. Also war ich die vierte Staffel nicht so begeistert am Anfang und dann so ab Folge 7 oder 8 einfach Spannung pur. Ja, und dann dieser Riesenknall am Ende und du denkst dir nur so, ich brauche Staffel 5 sofort. Also ich habe bisher nur Staffel 1 gesehen, will aber auf jeden Fall natürlich weiter gucken, weil ich das auch super geil finde. Kevin Spacey macht das super. Wie Viana schon sagte, wenn er hier die vierte Wand durchbricht, bin ich eh ein Fan von, wenn sowas geschieht. Das ist super. Das einzige Problem, warum ich jetzt noch nicht weitergeguckt habe und warum ich auch mit der ersten Staffel nicht so schnell vorbei bin, ist bei mir die Synchro, beziehungsweise die Stimmen, denn ich interessiere mich sehr für Synchronarbeit und gucke, wiegt das immer ab, ob ich das auf Englisch oder auf Deutsch gucke. Ich hör mir die Sprecher an, beziehungsweise ob ich da schon jemanden kenne, höre mir das Original an und so weiter und so fort. Und hier ist das so, Kevin Spacey im Original so zu hören, ist richtig, richtig geil. Aber ich habe manchmal das Problem, die benutzen dann ja die ganzen politischen Fachbegriffe und so. Ich komme dann oft auch nicht mit, dann hängt es mich irgendwie ab. So, wer war jetzt das nochmal? Welchen Posten hat er? Was möchte der jetzt? So, und dann höre ich mir die deutsche Version an, die deutsche Stimme von Kevin Spacey, finde ich auch richtig, richtig geil. Aber dann gibt es dann auch Leute, die sind halt nicht so gut besetzt. Und dann schalte ich wieder auf Englisch um, dann verstehe ich wieder nichts, und dann schalte ich wieder auf Deutsch um. Und ja, so. Das ist so mein Konflikt, den ich damit habe, aber ich werde es auf jeden Fall noch weiter gucken, denn ich finde es auch richtig geil. Ja, House of Cards ist, was du gerade gesagt hast mit den Charakteren, ich finde, da hat Netflix eigentlich auch ganz gut so ihr Motto getroffen. House of Cards entfaltet irgendwie die beste Wirkung, finde ich, wenn du es binge-watcht, also an einem Stück durchguckst. Weil du vergisst halt echt sehr, sehr viele Sachen. Und gerade in späteren Staffel 3 taucht dann mal jemand auf, der in Staffel 1 eine Rolle gespielt hat. Oder in Staffel 4 wird auf Staffel 2 zurückgegriffen. Also das ist schon vom Vorteil, wenn man es am Stück guckt. Also ich gucke es auf Englisch und habe echt Probleme. Mit Untertiteln geht es aber, finde ich. Okay. Weil, also nicht von der Sprache her, sondern weil einfach diese politischen Begriffe, ja, ich glaube, die wissen es, kennen selbst Amerikaner wahrscheinlich nicht so, was ein Whip ist und wer Congressman und wer Senatesman ist, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall super geil. Ist bei mir, schon relativ weit oben, glaube ich. Oh, okay, da muss ich es wahrscheinlich nochmal neu einordnen. Ist jetzt gerade auf meiner Liste nur auf Platz 28. Aber auch noch im 9er-Bereich. Von daher. Gut. Da ist vielleicht die schwache dritte Staffel auch mit einbewertet. Ja, wie könnt ihr euch aus der Nummer rausreden? Oder wollen wir zur nächsten? Also ich würde sagen,
Andreas, möchtest du noch irgendwas sagen, bevor wir zu Punkt 12 kommen? Ich glaube, ich kann mir jetzt eine Folge House of Cards angucken, weil das wird jetzt länger dauern. Ja, Weil es ja wieder länger dauert. wie schon oft Bezug genommen in dieser Auflistung, auf Platz 12 hat es die Anime-Serie One Piece geschafft. Juhu! Mit 54 Punkten bei 8 Nennungen. Und der User Obaoba-Boss hat Ich geschrieben, hätte jetzt eigentlich Oba-Oba-Boss, alles klar. erwartet, dass du nicht 54 Punkte sagst, sondern 54 Berry. Also das Kopfgeld von Chopper quasi. Ja, der hat jetzt Spoiler 100. Er schreibt, bin großer Fan dieses Anime, das mich schon lang seit jungen Jahren begleitet. Richtig verrückte Charaktere, sehr kreativ das Ganze. Bin immer wieder begeistert und kann laut lachen, aber auch sehr emotional betroffen sein. Kann ich so unterschreiben. Jan, Kevin, Inhalt. Wie kann man es spoilerfrei zusammenfassen? Piratencrew sucht den größten Schatz der Welt und lernt auf dem Weg dahin neue Freunde und Feinde kennen. Oh, Passt das war das? erstaunlich gut und kurz und knapp. Ja, sehr gut. Ich Ja. hätte jetzt ein bisschen mehr Probleme gehabt. Das würdest du als Platzhalter eintragen. Ach ja, da habe ich absichtlich einen Platzhalter drin gelassen, weil ich wollte eigentlich was richtig Geiles schreiben, aber mir fehlte so ein bisschen die Kreativität. Du Das hättest kommt anfangen aber. können mit Reichtum, Macht und Ruhm. Ich wollte gerade sagen, Ein warum hast du ja auf den Mangaka, der ersten sich Song da dies alles reinge. erträumt hat, war Eiichiro Der König der Mangaka. Ohne. Als er an den Schreibtisch ging, waren seine ersten Worte. Ich will Piratenkönig werden. Ja, wir könnten, glaube ich, über unsere Liebe zu One Piece ewig diskutieren. Ja, ist auf ewig mein Platz 1 in meiner Top-Liste. Bei mir auch mit Abstand mein Top-Anime, nämlich hinter Lost auf Platz 6. Das heißt, wenn ich den bis 100 den Score angeben würde, wäre es mit 90, ja, hinter Lost mit 91 und vor. Ach egal, da kommen wir gleich noch zu, deswegen verrate ich nichts. Ja, One Piece einfach ein schöner westlicher Anime, würde ich ihn fast nennen. Ja, Also es gibt. stimmt. Also ich finde den, also der ist nicht so japanisch vom Stil her, muss ich auch sagen. Eine Welt, die einfach unglaublich komplex ist. Ich habe noch nie eine Serie gesehen, in der es eine Welt gab, die auch nur ansatzweise so umfangreich, so verschachtelt und so geheimnisvoll gestaltet war wie die Welt von One Piece. Und einfach seit 20 Jahren mittlerweile, nee, nicht ganz so. Doch, dieses Jahr ist 20-jähriges Ich glaube Jubiläum ja. oder 19. Auf jeden Fall seit knapp 20 Jahren liefert dieser Schreiber Eiichiro Oda einfach Woche für Woche, also ich beziehe mich jetzt auf den Manga, der Anime kommt auch Woche für Woche klar, eine unglaubliche Qualität ab und unterhält einfach. Also, sobald Mittwoch ist, bin ich auf Reddit zu finden, weil ich will das neue Kapitel lesen und zwar als Erster. Das ist, und am besten noch Spoiler vorher, wo schon drin steht, was so grob passiert, weil es ist einfach wie eine Sucht. Ich glaube, so müssen sich Drogenabhängige fühlen. Ja, ich hab auch mal versucht, ich bin ja auch auf dem aktuellsten Stand, sowohl Manga als auch Anime. Ich habe echt mal so versucht, damit ich dieses Warten nicht immer habe, so irgendwie so 5 Wochen zu warten, Nee, damit ich das so geht nicht. fünf hintereinander lese. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Nee, man muss einfach. Also, wie gesagt, es gibt halt so unendlich viele Geheimnisse in der Serie und so unendlich coole Charaktere und so geile Plot-Twists, die da passieren. Also, Gibt super es geil. eigentlich irgendjemanden auf der Welt, der nicht weiß, worum es da geht? Also ich habe das ja eben schon angerissen, aber was da so die Thematik ist? Weil sonst, es wäre vielleicht noch ganz wichtig zu erwähnen, dass es halt um Piraten geht, die teilweise Superkräfte haben. Genau. Ganz platt ausgedrückt. Also die essen von sogenannten Teufelsfrüchten, erwerben dadurch übermenschliche Fähigkeiten,
aber verlieren die Fähigkeit zu schwimmen. Und dann genau, was für ein allein Piraten. Schon die Prämisse, ja. Genau, dass Piraten nicht schwimmen können, ist halt schon irgendwie ganz interessant, finde ich. Und was es da alles für Kräfte gibt. Also da gibt es dann so, wo du dir denkst, das ist so mega unnötig, wie zum Beispiel, dass du Leuten einen Stein auf den Kopf legst und dann verwandelt sich dieser Stein in Kleidung. So. Ja, die Kleidungsfrucht, ja. Ja, so, oder solche Früchte gibt's, aber dann gibt's halt auch Früchte, wo du mit fucking Erdbeben auslösen kannst und eigentlich mit einem Schlag die ganze Welt kaputt machen könntest. Und halt diese Vielfalt an Fähigkeiten und wie die dann eingesetzt werden in den Kämpfen, wie krass die teilweise sind. Mhm. Also, ich glaube, mein Lieblingskampf ist immer noch Ruffy gegen Crocodile, Sir Crocodile. Wie er am Anfang ist halt Ruffy super unterlegen und dann am Ende ballert er ihn halt durch die Decke von dem Mausoleum, Alter. Und das mit der Musik, der Soundtrack ist sowieso so ultra gut. Also, den höre ich mir auch ständig an. Es gibt da so eine 3 Stunden oder was weiß ich, mehrere Stunden Version, wo die ganzen Soundtracks drin sind. Also, boah, ist das einfach geil. Ja, was ich eben auch bei House of Cards schon gesagt habe, dass die Serie dann Bezug nimmt auf ältere Sachen, das perfektioniert One Piece einfach nochmal. Wir sehen in Folge 1 eine Szene oder in Band 1 eine Szene und denken so, ja, ist ein krasser Typ, hat er cool gemacht. Und 700 oder in Jahren, 15 Jahre später erfährst du, ah, das hat er also gemacht, cool. Das ist also ein Ding in der Welt. Das kann jemand. Und du denkst dir erstmal, ja cool, wie geht's jetzt weiter? Was ist jetzt der neue Weg? Und das allgemein finde ich ein ganz schönes Thema. One Piece ist zu keiner Zeit auch nur ansatzweise vorhersehbar. Ja. Eigentlich ist der Weg ist quasi zur letzten Insel zu kommen. Weil da das One Piece versteckt ist. Das One Piece ist quasi der Schatz, den alle Piraten finden wollen. Aber es kommt halt quasi nie vor, dass sie einfach gerade dahin segeln, sondern immer irgendwas auf der Seite passiert oder es gibt Rückschläge oder es gibt mal einen kleinen, sie überbrücken eine Stelle irgendwie anders, weil sie ein bisschen Glück haben oder jemanden treffen, der ihnen hilft oder Informationen gibt. Und er ist einfach so unglaublich gut. Und die Kämpfe allein in One Piece sind alle geil. Also da ist der Anime absolute Spitze. Auch wenn der oft kritisiert wird für die Animation, was gerade so Hintergrundgeschehen angeht. Aber das, was, ja, das ist schon teilweise grenzwertig, wenn man das ja im Vergleich zu anderen Animationsstudios sieht. Aber es ist trotzdem geil. Und was One Piece für mich so besonders macht, ist einfach, auch du hast da die Piratencrew und die haben alle, also One Piece ist halt quasi, neben dem Schatz geht es halt um Träume. Und jeder hat von denen hat einen Traum, wo du dir denkst, das ist geil, das passt absolut gut zu dem, die sind perfekt charakterisiert und jeder hat so seine eigenen 2, 3 Leute, die er halt total gern mag und allein was es Theorien und Diskussionen und alles zu One Piece gibt, das ist unglaublich, wer jetzt mit One Piece anfängt, bis man sich in die ganzen Theorien eingelesen hat und dann noch die bis dahin wahrscheinlich 800 Folgen Anime geguckt hat, das ist schon fast eine kleine Lebensaufgabe. Also apropos so anfangen oder weitergucken, wie du schon sagst, es gibt jetzt 773 Folgen, glaube ich. Ja. Also für alle, die damit jetzt anfangen wollen, es gibt von Nino Taku TV, der hat auf seinem Kanal so Zusammenfassungen, wo er die Geschehnisse in One Piece bisher zusammenfasst in so 3-Minuten-Videos. Die könnt ihr euch auf jeden Fall angucken, wenn ihr nicht ganz von vorne anfangen wollt. Und das wollen die wenigsten bei 700 Folgen. Ich kenne auch zig Leute, die One Piece auch damals in der Kindheit und so richtig viel geguckt haben, das auch richtig geil fanden, aber irgendwann ausgestiegen sind und dann halt nicht mehr die Muße haben, weil es jetzt so viel ist, da wieder einzusteigen.
Also die könnt ihr euch auf jeden Fall angucken. Und was ich noch sagen wollte zu der Thematik von wegen, die segeln nie straight, dann jetzt mit einem Ziel, okay, jetzt aber mal wirklich zur letzten Insel und wir lassen alles links liegen. Das will Ruffy ja gar nicht. Der sagte oft, ja, okay, wir fahren jetzt einfach zur nächsten Insel, denn ich will sehen, was es da für Abenteuer gibt. Und es gibt ich hab mich jetzt eher auf so Dinge bezogen wie, ach geil, wir setzen Segel, die neue Welt, das wird geil. Und so, okay, ja, okay. Dann fuck you, Strohbande. Sowas nach dem Motto. Also. Was hier auch noch in dem User-Kommentar angesprochen wird, ist die Fülle an Emotionen, die abgedeckt wird. Also es gibt epische Action, wo du richtig so, ja geil, verpasst den Typen eine. Und wie geil ist das denn gerade? Und dann gibt's halt auch die super traurigen Momente, wenn, Spoiler. Nein, sag das nicht, okay. Glaube ich. Aber das passiert ja noch in den Folgen, die hier in Deutschland laufen. Nee, würde ich trotzdem nicht sagen. Okay. Also es gibt da schon einige Szenen, da wird man echt sentimental, auch mit dem Soundtrack, der dann dahinter läuft. Aber dann gibt's auch halt jede Menge Lacher, weil die Charaktere auch teilweise super bescheuert sind. Und weil halt auch jeder dieser Charaktere an Bord hat halt so eine Schwäche, die ihn wieder liebenswürdig macht. So mit Zorros nicht vorhandenen Orientierungssinn und Ruffys nicht vorhandenen Zeichenskills und dass er sich keine Namen merken kann. Oder sich an Pläne hält. Ja. Oh. Oder leichtgläubig ist. Oder. Was ist denn so dein Lieblingscharakter? Ich weiß halt nicht, wie viele Leute gerade zuhören, die schon von Anfang an hören. Mein Lieblingscharakter ist generell Zorro, weil ich Zorro einfach den krassesten Typ überhaupt finde. Und auch, er hat irgendwie den kurzen Traum, finde ich, von allen. Außer natürlich Ruffys Traum, das One Piece zu finden. Also, das ist jetzt kein großer Spoiler, weil das passiert, glaube ich, in den ersten 5 Folgen. Zorro ist Schwertkämpfer und wird als erster von Ruffy für die Crew rekrutiert. Und er hat den Traum einfach, ja, einfach gesagt, der stärkste Schwertkämpfer der Welt zu werden. Ja. Also so schonend Prinzip in einen Charakter gepackt. Er wird immer stärker, deine Gegner werden immer stärker und Zorro ist einfach nicht nur ein doofer Schwertkämpfer, wie er vielleicht rüberkommt, er ist nicht besonders clever, er verläuft sich ständig, er ist nicht so der Taktiker wie vielleicht Sanji, aber er ist halt einfach bedingungslos treu seinem Captain gegenüber und ist halt auch als einziger so, er hat so viele Momente, wo er sagt, hier Ruffy, jetzt wird's ernst, wir können jetzt nicht mehr hier so rumspielen, sondern das muss jetzt mal so gemacht werden, er ist einfach quasi die rechte Hand des zukünftigen Piratenkönigs. Ja, also mein Charakter ist, mein Lieblingscharakter jetzt von den Strohhüten ist Ruffy, weil der ist einfach so liebenswürdig und halt auch, wenn es halt um seine Crew geht, so, dann ist er, da kennt er nichts, versteht er keinen Spaß, wenn die im Bedrängnis sind, aber der ist halt auch teilweise so naiv und kindlich, wenn, also er reilt ja oft nicht, wenn Leute sich verkleiden oder so, dann so offensichtlich schlecht verkleiden, reilt er halt nicht, dass das nur eine Verkleidung ist. Und ja, also von den Lieblingsbösewichten möchte ich auch mal kurz anmerken, oder zumindest die Leute, gegen die gekämpft wird, muss ich sagen, Don Quixote de Flamingo. Der ist einfach ein fieses, hinterhältiges Arschloch und der lacht wie der Joker, finde ich ein bisschen. Er heißt ja auch Joker. Ja, sein Untergrundname, ja. Ja. Gebe ich dir recht, ich wollte aber auch noch, bevor das hier komplett Lob Überschüttung von One Piece wird, auch so einen Schwachpunkt nennen. Das Problem, was One Piece natürlich hat, dadurch, dass es so eine unglaublich komplexe Welt hat, ist zum einen, wie eben schon angesprochen, dass es schwer ist, da reinzukommen. Ich bin kein Fan davon, irgendwelche Teile zu überspringen. Das führt natürlich aber auch dazu, dass wenn einem der Arc, also Arcs sind quasi die einfach gesagt die Inseln, auf denen sie sind, wenn einem das nicht zusagt von der Thematik, muss man meiner Meinung nach sich halt ein bisschen durchkämpfen und sagen, ja gut, der nächste Arc wird besser oder der sagt mir eher zu. Die Videos von Nino sind ganz gut, ersetzen aber meiner Meinung nach nicht die Tiefe und die Rätsel, die halt One Piece in nahezu jeder Folge aufwirft. Ja, nee, das kannst du auch nicht in 3 Minuten abfrühstücken, da musst du. Nee. Das ist halt ein Problem bei One Piece. Also ein Arc kann halt,
weiß nicht, der längste Arc sind, glaube ich, 80 oder 90 Folgen. Und wenn dir das Thema nicht zusagt, dann musst du halt 80 oder 90 Folgen gucken, um irgendwie auf dem Laufenden zu bleiben. Und eine ganz, ganz große Schwäche in der Serie ist quasi der Tod nicht wirklich existent. Also gibt es sehr, sehr fadenscheinige Erklärungen, warum jemand nicht stirbt, meiner Meinung nach. Es Ja, gibt mach Todesszenen, weiter. aber die sind dann entweder auf sehr, sehr spezielle Ereignisse oder in Rückblenden ausschließlich verwendet. Was ich halt sehr, sehr schade finde. Oda hat auf die Frage, also Oda ist der Schreiber, der macht auch immer so Q&As quasi, warum er niemanden sterben lässt, dann die Begründung geschrieben, weil wenn der Traum wenn er besiegt wird, stirbt auch sein Traum und damit die Motivation, Böses zu tun. Das war, glaube ich, so die Erklärung von ihm. Und das finde ich dann schon ein bisschen zu kindlich. Gerade wenn die Welt immer, immer ernster wird, weil immer, immer bösere Gegner oder komplexere Gegner auftauchen, finde ich das nicht so besonders. Also da würde ich mir ein bisschen mehr Härte manchmal wünschen. Ja, und wie gesagt, die Animationen sind manchmal nicht so besonders. Die Kampfanimationen sind alle klasse, aber ja, es gibt da so lustige Videos bei YouTube, wo einfach quasi die Leute, die im Hintergrund stehen, einfach so Smiley-Gesichter mit zwei Strichen und einem Mund haben. Weil da nicht genug Aufwand in die Animation geflossen ist. Ja, One Piece. Best. Geil. Best Anime ever. Ja. Ich Jan, könnte noch Stunden weiterreden. seid ihr eingeschlafen? Nö, nö, ich habe gelauscht und wenn ihr da über die Serie redet, bekomme ich auch Bock, die zu gucken, ne? Also ich habe jetzt den ersten Manga bestellt. Gut so, gut Sehr so. gut. Und wo kann ich den denn eigentlich gucken? Nirgendwo, leider. Geil, okay. Du Also kannst müsste ich mir auch einen Manga bestellen. Ja, Manga, das Problem DVD. ist, also ich fand das früher übelst geil und bin dann irgendwann ausgestiegen. Irgendwie bei so einer Wolkeninsel oder so. Aber Ja, bist du bei 130 die ungefähr? Story fand ich irgendwie nicht so geil. Ne, 140, 150. Ich fand das schon cool, als sie mit dem Schiff in die Wolken geschossen sind. Das fand ich cool. Ja, ich finde auch die ganze Thematik der Enel. Enel ist sowieso ein cooler Charakter mit einer Aber coolen darf ich Kraft. mal was Ü fragen? übrigens zu den Lieblingscharakteren, da wollte ich gerade noch was sagen, aber ich wollte euren Redefluss nicht brechen. Ich mag Lüssop. Lissab ist super, ja. Ja, Sag mal, Lüssop. haben die den Schatz jetzt schon gefunden oder ist das ein Ich meine, Nee. Sendung Nein, denn heißt One Piece. sie haben nur ein Stück gefunden. Nein, Quatsch. Oda hat mal gesagt, ich One glaube, Piece of One Piece. jetzt nach 750 Folgen hat er mal gesagt, dass es erst zu ungefähr 65% durch ist. Und Ja, das ist aber können die vage. den Schatz nicht finden und dann trotzdem noch Abenteuer erleben? Ja, aber das Problem ist, dass das One Piece unglaublich schwer zu finden ist, weil in Sucht das One Piece. Wie gesagt, kein Spoiler, das wird sogar im Intro der ersten Folge so gesagt. Es suchen ja seit 20 Jahren Piraten nach dem Schatz. Aber Achso, das wusste ich jetzt nicht mehr. wie auf einer richtigen Schatzsuche müssen jetzt verschiedene Puzzleteile gesammelt werden und Karten und Kämpfe bestanden werden und sich Verbündete geholt werden, weil es gibt natürlich auch Piraten, die viel, viel mächtiger sind als unsere Strohhutbande und sie quasi mit einem Finger zerdrücken könnten. Also es gibt so zwei Momente, wo du dir wo ich mir dann dachte, wo dann Charaktere vorgestellt werden und deren Kraft, wo ich dir denke, Alter, das sind die härtesten Motherfucker, die es überhaupt gibt. Das ist einmal, ja, weiß ich nicht, nee, ja, weiß ich nicht, ob ich das da jetzt drüber reden darf. Wenn du nicht drüber reden darfst, darf ich fragen, hatte Ruffy eigentlich irgendwann wieder Shanks getroffen? Shanks hieß er, glaube ich, oder? Von dem er den Hut hat? Ja. Ja. Also bisher hat er ihn nicht nochmal. Weil ich kann mich erinnern, dass ich damals, als ich den Anime teilweise verfolgt habe, habe ich ihn mal wieder zeitweise gesehen und es wurde ja auch zeitweise mal vom roten Shanks gesprochen. Ja, er Könnt ihr mir hat ganz ihn kurz sagen, nicht. wer Shanks war? Der Name kommt mir bekannt vor, aber ich habe kein Bild Der jetzt. Rothaarige, der Ruffy am Ah, Anfang alles im klar. ersten Band rettet und ihm den Strohhut gibt. Okay, Und von danke. dem Ruffy auch aus Versehen die Teufelsfrucht, nämlich die Gummifrucht, isst.
Also und Ruffy ist eigentlich. Shanks seinen Arm verloren. Genau. Ja. Nee, Shanks ist bisher nicht wieder. Ist nicht mit Ruffy in Kontakt getreten, so. Okay, ich werde jetzt einfach den Manga weiterlesen und irgendwann. Irgendwann triffst du Shanks. Könnt ihr mich hier reinschneiden? Ich will, ich würde ganz gerne über ein Thema sprechen, über eine Charaktereinführung, aber da müsste ich jetzt spoilen, weil das in den Folgen vorkommt, die jetzt erst gelaufen sind und die noch nicht in Deutschland verfügbar sind. Und ich weiß nicht, wie das die Leute haben. Nee, dann lass uns da nach der Aufnahme drüber okay, sprechen. Okay. Allgemein kann man noch sagen, das Coole in Anführungsstrichen ist, dass man die neuesten Kapitel und Folgen legal in Deutschland quasi gucken kann. Auf onepiece-tube.com. Die Sache ist, legal sage ich jetzt so ein bisschen, ja, in Anführungsstrichen, weil diese Folgen sind einfach nicht lizenziert. Das heißt, bis sich jemand die Lizenz für Deutschland kauft, sind sie quasi einfach in einem rechtsfreien Raum und deswegen kann man sie auch in Deutschland lesen und gucken. Das heißt, so die letzten 30 bis 40 Folgen und Kapitel kann man dann immer online abrufen. Und die sind auch relativ schnell, was das Übersetzen angeht. Also die neuen Kapitel kommen meistens, wann kommen die? Moment, die kommen donnerstags mittags und Donnerstagabend ist dann meistens schon eine deutsche Übersetzung für da. Und die neuen Folgen kommen immer samstags abends und sonntags morgens gibt es dann halt die Folge mit deutschen Untertiteln. Ja, und das wird halt alles von Fans übersetzt. Und genau. Den kann man eigentlich nur großen Respekt dafür aussprechen, dass die das schon so lange machen und mit welcher Hingabe dass wir das machen, dass man das alles so schnell verfügbar hat. Und da sind auch selten, also jetzt zum Beispiel bei den Manga-Kapiteln oder halt bei den Folgen mit Untertiteln, da sind auch selten oder eigentlich fast nie irgendwie Rechtschreibfehler oder so drin. Also passiert ganz selten mal. Auch inhaltlich. Ja. Vielleicht ein ganz lustiger Fun-Fact noch. Die Serie ist im Japanischen, ist jetzt nicht so brutal wie andere Anime-Serien, aber hat schon seine Momente. Im Deutschen ist es dann natürlich zu entsprechenden Cuts gekommen, weil es lief ja im Nametas-Programm bei RTL 2. Im Amerikanischen war es aber noch schlimmer. Ja, das ist so krass teilweise. Da ist zum Beispiel Sanji, also der Koch der Strohbande, raucht halt quasi immer oder macht sich eine Zigarette an. Ja. Ja, und in der amerikanischen Version hat er einfach statt eine Zigarette einen Lutscher im Mund. Dann lutscht er die ganze Zeit Lollis. Und auch ein Charakter, der Smoker heißt und quasi sich dadurch definiert, dass er Zigarren raucht, hat halt einfach keine Zigarren im Mund, sondern der Rauch qualmt einfach so aus ihm raus. Was ziemlich aber auch witzig okay ist, denn er hat die Rauchfrucht gegessen. Ja, in dem Fall ist das in Ordnung, aber es ist halt trotzdem witzig, wenn man ihn so kennt. Und also da sind einige, gerade wenn man im Internet unterwegs ist, auf englischsprachigen Seiten, die sich dann über diese Übersetzung und den Import ins Englische dann halt immer sehr, sehr lustig machen. Gerade was die ersten 200 Folgen oder so angeht. Deswegen, die Deutschen sind da deutlich besser. Auch die deutschen Intros sind absolut grandios. Jo. Und die deutschen Stimmen sind sehr, sehr gut. Jo. Ja, One Piece. Ich glaube, so langsam sollten wir den One Piece Podcast machen. Hätte ich Bock zu. Ich auch. Unglaublich. Schon mittendrin. Na, dann können wir es auch bis zum Ende durchziehen. Nee, wir machen jetzt noch Platz 11 und dann würde ich sagen, sparen wir uns die Top 10 für einen anderen Termin ja, auf, oder? Platz 11 ist halt kein One Piece, also weiter. Ja. Dann lass uns Platz 11 noch machen, oder? Okay. Mit ja. Blick auf die Uhr. Ist das, glaube ich, für heute erstmal genug. Ja, auf Platz 11 haben es nämlich die Simpsons geschafft, mit 56 Punkten bei 12 Nennungen. Und der gute Stefan, a.k.a. Josinger, aus dem Forum schreibt, meine Kindheit, Jugend und Erwachsenenzeit. Die Simpsons waren immer da und auch wenn die neuen Folgen nicht mehr so gut sind, habe ich ja immer noch die ganzen Klassiker, die ich immer und immer wieder sehen kann und das auch tue. Bei mir ist Simpsons wieder so, wie ich bei vielen
Serien schon hatte, so das Fernsehphänomen. Das habe ich nie wirklich so Staffel für Staffel, irgendwie Folge für Folge hintereinander geguckt, sondern guck's dann öfter, wenn's dann halt gerade läuft und ich dann irgendwie durchsepp, weil ich gerade irgendwie nebenbei esse oder so, und dann bleibe ich da oft dann hängen. Und deswegen habe ich nie wirklich alle Folgen geguckt, aber einfach durch die Laufzeit hat man schon so unglaublich viel davon gesehen. Und ja, es ist halt teilweise echt, lache ich mir noch den Arsch weg. Also da gibt's so einen Witz, den werde ich nie vergessen, wo dann Michelle Obama kommt dann an die Schule von Lisa und Bart und sagt dann: Lisa, ich habe deinen Gärtnereiblock gelesen. Und ich kommentiere unter Flotus 1. Und dann sagt die: Ja, Flotus 1. First Lady of the United States 1. Ja, ich wollte nur Flotus, aber das hatte schon jemand. Und dann Schnitt auf Ralf und er sagt dann: Das bin ich, weil ich wie eine flotte Lotusblüte schwimme. Da hat es mich einfach weggehauen, ey. Das ist. Da gibt es Okay. so geile Jokes drin. Was ist denn euer Lieblingsmoment? Ich mag auch die Bordnamensschilder. Kennst du die? Ja. Super. Aber mein Lieblingsmoment ist, glaube ich, als Homer in die Umkleide kommt nach diesem Eishockeyspiel. Und Uta dann da steht und er Ja, sagt, wir hatten ja auch. haha, der Junge hat einen Busen. Wer hat ein nasses Handtuch oder so? Und dann jagt er ihn durch die ganze Kabine und Uta sagt, jag mich nicht, ich mag nicht laufen, ich bin voll mit Schoki. Und dann sagt Homer irgendwie noch so, lauf du Sahnebutter-Hupfdohle. Absolut genial. Ja. Da ist auch die deutsche Synchro richtig geil, ne? Ja. Ja. Ich finde auch die neue Stimme von Homan Ja, ich finde die auch in gut. Ordnung. Und auch von Marge, die finde ich gut. Anke Engelke Ja. macht das hervorragend. Ich muss aber auch, Josinger hat ja auch geschrieben, dass die Qualität über die Staffeln jetzt so. Ich weiß gar nicht, ob die objektiv nachgelassen hat, aber gefühlt ist jetzt ein bisschen. Ich bin auf jeden Fall übersättigt, was Simpsons angeht. Nicht mehr so bissig wie früher. Ja, ich bin nicht mehr aktuell. Mir fehlen jetzt, glaube ich. Die letzten drei, in welcher Staffel sind wir? 26? 25? So um den Dreh. Ich glaube, ich habe bis 22 sehr aktiv geguckt, aber in letzter Zeit jetzt nicht mehr so viel. Kann ich Ja, mal die sagen, welche Simpsons. Staffeln ich geguckt habe, weil immer wenn abends 18 Uhr, als ich noch Fernsehprogramm hatte, wurde dann Simpsons angemacht, einfach eine Stunde. Weil das das Einzigste war, was du um die Zeit gucken konntest. Ja, also Simpsons gehört auch irgendwie mit ins in die Fernsehgeschichte oder so. Es ist halt wirklich, ich weiß nicht, für mich war es irgendwie immer da. Ich weiß nicht, dass ProSieben, glaube ich, mal eine Zeit lang auch Simpsons aus dem Programm genommen hatte. Das ging irgendwie einen Monat oder so. Dann haben sie es einfach wieder zurückgepackt, weil sie einfach gemerkt haben, dass die Leute dann auch nichts anderes einschalten. Ja, Simpsons hat halt mit der Zeit, wie du auch schon sagtest, Max, man ist irgendwie übersättigt. Also ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass ich die neuen Staffeln noch groß geguckt habe. Ich weiß tatsächlich nicht mal, wie die neue Stimme von Homer klingt. Es gibt halt aber wirklich, ich glaube, jeder hat so seine Simpsons-Momente, kann halt wenigstens irgendwie aus einer alten Simpsons-Folge irgendwas sagen oder vielleicht aus einer neuen, wem es gefällt. Die müssen lauter sprechen, ich habe nur ein Handtuch um. Habt ihr mitgekriegt, wie er jedem mal das Radio lauter gemacht hat, wenn er gepupst hat? Nukula, das Wort heißt Ja, Nukula. das Ding hat sich ja wirklich, also Nukula hat sich durchgesetzt. Ich muss auch bei Nukula eher immer an die Simpsons denken als an Rockstar oder. Ja, ich auch. Ja, ich auch. So nah bin ich jetzt mit denen nicht verknüpft. Obwohl ihr den Namen teilt. Wow. Nur alle Maxes der Welt haben sich in Entschuldigung, einer das ist riesigen Lobby echt lustig. Ja, zusammengefunden. die treffen Und sich ich habe mehrmals gerade im einen Jahr auf der. 3 Stunden Dialog über One Piece gehört. Hey, für Rothaarige gibt es, glaube ich, jedes Jahr so ein Treffen. Muss man Ja, die ich halt. Maxcon. Ja, Ihr die könnt werden dann aber auch immer euren. weniger. Ihr könnt euren Stimmt. Dialog bei Platz 3 halten. Oh ja, hundertprozentig. Bist du da raus oder was bei Platz 3? Also ich habe natürlich auch alles davon gesehen, aber es ist ja
Wessen Lieblingsserie, All-Time-Favorite-Serie war das? Meine. Okay, meine auch. So hoch ist sie bei mir halt nicht. Aber ich habe natürlich alles davon gesehen, finde ich auch gut. Aber ihr beiden seid da, glaube ich, dann... Ja, ich würde sagen, dann setzen wir für heute Abend einen Punkt, oder? Das ist eine gute Idee, ja. Also, von mir aus können wir noch mal eine Runde über One Piece reden. Machen wir jetzt dann die Aufnahme zu Ende. Ja, ich würde mir das gerne noch weiter anhören, weil das interessant war. Ja, wir, nach der Aufnahme ist vor der Aufnahme. Genau. Aber an alle Zuhörer würde ich sagen, wir verabschieden uns erstmal für den Teil und freuen uns, wenn ihr auch bei den Top 10 dann bald wieder einschaltet. Ich weiß noch nicht, wie ich das veröffentlichen werde, ob ich alles gemeinsam online stelle, weil das sind jetzt wahrscheinlich schon so 5-6 Stunden insgesamt. Und wenn wir jetzt nochmal die Top 10 machen, wo wir über jede Serie 10 Minuten reden, dann sind halt... Platz 10 vielleicht nicht ganz so. Nee, Platz 8 ist jetzt bei mir. Ja, wir werden sehen. Aber Platz 9 wird wahrscheinlich ein etwas längerer... Das könnte mein One-Piece-Moment werden. Ja, bei mir auch. Gut, da bin ich komplett raus. Naja, danke für alle, die bis hierhin zugehört haben. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch. Danke, dass ihr dabei wart. Danke für die Einladung. Immer gerne. Und noch einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Tschüss.